Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Gäste, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Vortragsabend. Ich freue mich auch wieder, Freunde begrüßen zu können aus dem Stadtverband Aachen. Ganz zuvor, das ist der Peter Drobilic. Ich grüße dich mit deinen Mannen aus dem Kreisverband Heinsberg, den Norbert und die Heidi, genau, aus Düren natürlich wieder Uwe und Lilo. Seid ganz herzlich willkommen. Bitte? Achso, ich dachte, du hast was gesagt. Ja. Ich habe eigentlich einige Leute auch noch begrüßen wollen. Ich habe es aber wahrscheinlich nicht geschafft. Es hatte sich unser Sprecher des Bezirksverbandes angesagt. Aber es haben einige Leute angerufen, dass einfach zu viel Verkehr ist unterwegs und einige auf der Autobahn noch sind. Das kann ich ja dann noch nachholen. Bevor ich mit der Begrüßung fortfahre, möchte ich ein bisschen ausholen. Die AfD ist ja per se nicht eine ausgewiesen christliche Partei. Also bei uns gibt es genauso viele Agnostiker, Atheisten und so weiter wie in der gesamten Gesellschaft. Trotzdem ist die AfD, glaube ich, wohl die einzige Partei, die unsere christlichen Wurzeln, unser christliches Erbe, unser christliches Gesicht noch hochhält und verteidigt. Und also ohne das Christentum, also wäre Europa ein ganz anderes und es wäre auch nicht der Humanismus und die Aufklärung möglich gewesen. Für uns ist es einfach so, dass die Kirche zu den Gläubigen gehört und nicht zu den Mächtigen. Und natürlich gehört das Kreuz in die Klassenzimmer und die Gerichtssäle. Richtig. So, ich habe das ein bisschen vorweggeschickt, weil ich mich ganz besonders freue, heute den Pater Lang und den Pater Grün von der Piusbruderschaft begrüßen zu dürfen. Schönen guten Abend, seien Sie ganz herzlich willkommen. Jetzt komme ich zu unserem Referenten Thorsten Schulte. Er ist nicht nur ein super Typ, ein unheimlich sympathischer. Wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Zeit. Hat's mir schon. So, geht weiter. Er ist bekannt geworden durch seine kleinen Videoclips, seine hochinteressanten Videoclips, die er unter dem Pseudonym Silberjunge eingestellt hat bei YouTube. Also immer wieder so kleine Sachen beschrieben, kritisiert und so weiter, sehr gut auch analysiert und ausgeführt. Das Ganze hat er dann zusammengefasst in einem Buch, das hier abgebildet ist, Kontrollverlust. Das Buch ist auf den Bestsellerlisten sofort nach oben geschossen, was ihm nicht unbedingt nur Freunde gemacht hat, glaube ich. Also wir haben ja gerade mal kurz drüber geredet, es ist nicht bei allen so, manchmal verschwindet das wieder von der Liste, dann taucht es wieder auf. Es sind allerdings alle so erfreut darüber. Kennengelernt haben wir uns auf der Wahlveranstaltung von Uwe Kamann. Da haben wir mal, habe ich gedacht, den Mann muss ich haben. Und wir haben mal kurz die Daten ausgetauscht, haben uns geschrieben, haben oft telefoniert. Und eigentlich sollte es dieses Jahr nicht mehr klappen, aber es hat dann doch noch geklappt. Und es ist mir gelungen, und das jetzt nicht ganz ohne Stolz, ihn heute zu uns einzuladen. Und freue mich ganz herzlich über seinen Vortrag jetzt gleich und will auch gar nicht lange weiterreden. Lieber Thorsten Schulte, legen Sie los. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Und ist jetzt mein vorletzter Vortrag in diesem Jahr. Am Samstag darf ich noch in Chur in der Schweiz sprechen. Und dann möchte ich im Dezember mal mich für die Weihnachtsmärkte freimachen. Und muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich ein bisschen zur Ruhe kommen muss, weil die letzten Monate waren wirklich etwas mehr als anstrengend. Habe ja alleine im Bundestagswahlkampf bei einer Vielzahl von AfD-Veranstaltungen auch gesprochen. Ich weiß noch, wie ich glaube am Donnerstag vor der Wahl in Bad Muskau sprechen durfte, vor dem Professor Meuthen. Und
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Es sind ja interessante Zeiten. Jamaika, die Alice Weidel fragte mich vor 4 Wochen noch, als ich in Berlin war und sie traf, was ich denn glaube, was passieren wird, wenn, fragte sie, ne, wenn Jamaika scheitert in 3-4 Wochen. Und Sie sehen ja jetzt, wie berechtigt Ihre Frage war. Weil Jamaika ist zunächst mal gescheitert, aber ich sag mal bewusst zunächst. Wir wissen ja alle nicht, wenn Lindner, wenn die FDP in den nächsten 2-3 Wochen zur Verantwortung gezogen wird. Man hat ja heute schon viele Schlagzeilen gesehen, wo Lindner schlimme Vorwürfe gemacht werden, er würde verantwortungslos handeln. Da kann es durchaus passieren, dass auch da noch einige weichgeklopft werden. Ich habe aber so bei meinen Facebook-Freunden, die in der FDP sind, gesehen, dass sie Lindner alle applaudiert haben. Ich muss selbst sagen, man muss ja fast wahnsinnig sein, ne? Also Horst Seehofer vielleicht heißen, wenn man neben der Angela Merkel dann bei dieser Pressekonferenz jetzt irgendwann fast vor Mitternacht steht und sie dann für die Verhandlungsführung lobt über den grünen Klee. Also ich hätte mich auf Jamaika nicht gefreut. Und sollte Jamaika kommen, werde ich mich darüber nicht freuen. Allerdings, wenn Neuwahlen kommen würden, wem soll das helfen? Ja? Also ich sehe da nicht große Veränderungen. Also wir stehen politisch in den nächsten 1-2 Jahren, glaube ich, nicht vor einer guten Zukunft. Und darüber möchte ich auch heute Abend nochmal sprechen. Gerade auf dem Hinweg hatte ich dann Ihren Tagebau hier gesehen, ne, wo die Braunkohle abgebaut wird. Das sieht man ja als jemand, der so aus Westfalen kommt, der nun auch nicht so oft. Und da ist mir nur eingefallen bei den Jamaika-Verhandlungen, wie sehr die Grünen doch auf den Kohleausstieg gesetzt haben und gesagt haben, dieser Kohleausstieg, der muss unbedingt jetzt in Stein gemeißelt werden. Wenn man sich dann mal vor Augen führt, dass 40% des Stroms noch im letzten Jahr von der Kohle ausging, da halte ich es also schon auch wieder für eine Wahnsinnsforderung, den Kohleausstieg zu fordern. Aber nicht alles hat was mit Logik zu tun, was auf den Grünen kommt. Ein bisschen unruhig wurde ich, als ich vor 4-5 Wochen im Spiegel das Interview mit dem Wolfgang Kubicki von der FDP las. Der Mann ist ja jetzt auch 65, also wenn er jetzt in den nächsten 1-2 Jahren nicht Bundesminister wird, dann wird es nie. Das weiß er natürlich auch. Und dann hat er im Spiegel schon davon gesprochen, man müsste jetzt, wie man das in Schleswig-Holstein geschafft hat, man müsste jetzt einfach nur dafür sorgen, dass man die Zerrbilder auflöst. Ne? Die Zerrbilder von Grünen und von FDP-Politikern, das Zerrbild bei den Grünen, dass die Grünen ideologiefixierte Verbotsapostel seien, da kann ich nur sagen, was sind die denn? Sie sind es doch. Sie sind doch ideologiefixierte Verbotsapostel. Und da merkte man also schon, wie er zurückruderte und wie er alles so ein bisschen daran setzen wollte, dass man sich mit den Grünen eben einigen kann. Also ich kann mal sagen, zunächst bin ich ganz froh, aber ob jetzt Jamaika kommt, eine große Koalition, leider Gottes, nach meinem Dafürhalten wird sich grundlegend in den nächsten 1-2 Jahren nichts zum wirklich Positiven ändern. Und dazu möchte ich eben während meines Vortrags heute Abend einiges sagen. Ich habe mir heute vorgenommen, letzte Woche war ich in Hamburg, da durfte ich nur über Kapitalmärkte reden und nicht über die Politik. Heute können wir das ja anders machen, heute darf ich über die Politik sprechen. Und heute möchte ich aber mit Ihnen auch über die Finanzmärkte sprechen. Ich habe letzte Woche begonnen zu erzählen, dass 90% der Bundesbürger Daniela Katzenberger, diese Blondine, kennen. Aber nur 50% kennen Mario Draghi, nur 50%. Mario Draghi, den Präsidenten der Europäischen Zentralbank. Und über den und sein Wirken müssen wir heute Abend auch unbedingt sprechen. Vor 2 Wochen war ich mit dem Peter Böhringer, der ja jetzt für die AfD im Bundestag gewählt wurde und für die Finanzpolitik sich dort ja verantwortlich zeigen wird, in Rosenheim bei der AfD. Und ich habe dort gesagt, wir alle sollten nicht von der Euro-Rettungspolitik reden, sondern wir sollten das Kind beim richtigen Namen nennen, sondern für mich ist es keine Euro-Rettungspolitik, sondern ich habe gesagt, für mich ist es eine Euro-Sünder-Belohnungspolitik. Und darüber möchte ich heute Abend mit Ihnen auch sprechen. Vielleicht, Sie hat mich ja gebeten, so ein bisschen vielleicht zu meiner Person zu sagen, weil einige mich überhaupt nicht einordnen können. Ich habe ja im Januar diesen Jahres ein Video gemacht, Nagels Rechtsbruch, das inzwischen über 1,3 Millionen Aufrufe hat. Da habe ich mich inspirieren lassen von Informationen, die ich aus den Reihen von Unionsinnenpolitikern erhielt. Und ich habe da die ersten Erfahrungen gemacht, wie so ein Schweigekartell zuschlagen kann.
Ich habe damals einen Anruf bekommen von jemandem, der zwei Tage später bei einer der Talkrunden im ZDF eingeladen war. Und er sagte mir damals, er findet mein Video so toll und die ganzen Quellen dazu auf der Seite zum Video, alles zusammengestellt, findet er sehr lobenswert und er wollte das dann dort in dieser Talkrunde thematisieren. Ich habe, während er mir das während einer Autofahrt am Telefon sagte, habe ich mir schon gedacht, warum erzählst du mir das? Und Sie können sich vorstellen, wie das ausging. Es war Montagmittag, so gegen 11.30 Uhr, als das Gespräch begonnen hatte. Und er war am Mittwoch drauf, zwei Tage später eigentlich dort eingeladen. Der Flug war gebucht, das Hotelzimmer ebenso. Aber er wurde dann am Dienstag drauf, einen Tag später ausgeladen und bis heute dort nicht eingeladen. Ich selbst, damit Sie mich mal ein bisschen einordnen können, bin jetzt 44 Jahre, inzwischen muss ich sagen alt, ne? Nicht mehr jung. Und ich habe von 1999 bis 2008 im Investmentbanking gearbeitet, zum Schluss im Handelsraum der Deutschen Bank. Ich will aber bewusst sagen, die Deutsche Bank wollte mich unbedingt haben, deshalb haben die mich damals auch ohne Probezeit geholt. Aber selbst wenn Sie ohne Probezeit irgendwo anheuern, das Kündigungsschutzgesetz, das greift erst nach 6 Monaten. Und ich sage das heute mal gerade hier mal in diesem Kreis, weil ich gerade von Linken und von mir einfach nicht wohlgesonnenen Menschen da angegangen werde, auf der Basis dessen, dass ich also bei der Deutschen Bank gearbeitet habe, so wie Alice Weidel ja immer angegangen wird, weil sie ein ganzes Jahr bei Goldman Sachs gearbeitet hat. Ne? Ein ganzes Jahr. Und man sie deshalb versucht, jetzt zu verunglimpfen. Ich will Ihnen nur sagen, dass ich im August 2007 eine Mail geschrieben habe, in der ich vor einer Finanzkrise und Bankenkrise gewarnt habe. Und diese Mail, die ist leider Gottes auch damals, hat sie Kreise gezogen in der Deutschen Bank. Ich darf jetzt nicht zu viel sagen, aber ich will Ihnen das an dieser Stelle schon zum Besten geben. Ich glaube, ich stehe gerade vor Ihnen und mache jetzt nicht einen völlig verweichlichten Eindruck auf Sie. Aber ich habe damals im Dezember 2007 oder im November 2007 rief ich einen meiner besten Freunde an, den ich jetzt auch am Samstag in St. Gallen treffen werde, der dort Neurologe ist. Und der hat mir dann dringend empfohlen, zu dieser Institution nicht mehr hinzugehen. Ich darf natürlich in keiner Weise einen Kausalzusammenhang herstellen zwischen meinem damaligen Arbeitgeber und einer Depression. Aber ich will sagen, dass ich damals dann im Dezember 2007 für mich die Entscheidung getroffen habe, zu Hause zu bleiben. War natürlich auch krank und ich gesagt habe, ich möchte nie wieder Investmentbanker sein. Das ist also meine Version der Geschichte. In der FAZ am Sonntag hat man dann mich allerdings versucht, durch den Dreck zu ziehen, indem man davon sprach, dass der Ex-Kollegen von mir bei der Deutschen Bank mir einen zweifelhaften Ruf attestieren würden. Und deshalb habe ich Ihnen diese Geschichte ganz bewusst mal zu Beginn erzählt. Ich habe damals war der wirtschaftliche Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion in dem Verteiler dieser Mail als einer derjenigen, der ja unmittelbaren Zugang zu Merkel hatte. Ich habe ihn damals auch in Gesprächen in Berlin gewarnt davor, dass wir in eine schwere Phase der Weltwirtschaft reinlaufen würden. Ich erzähle das deshalb, weil ich 26 Jahre in der CDU Mitglied war, bis zum 8. Oktober 2015. Das war der Tag, an dem Angela Merkel bei Anne Will auftrat und nochmals die Wir-schaffen-das-Rhetorik an den Tag legte. Ich hatte mir damals so gesagt, ich war zwei Tage vorher noch damals beim Lawrence Meyer, ich habe 2 Stunden mit ihm gesprochen, habe gesagt, ruf sie an, redet auf sie ein, das kann doch alles nicht wahr sein, das darf doch nicht wahr sein. Habe dann mit einigen anderen gesprochen, habe ich ihm gesagt, so, ich sag dir das so, ich gebe dir jetzt am Mittwochabend noch eine Chance, wenn sie dort in dem Fernsehinterview zurückrudert, dann werde ich in der CDU Mitglied bleiben. Sie wissen alle, wie das ausgegangen ist und ich habe dann gesagt, wie ja auch eine ganze Menge anderer, dass ich mich für diese Politik nicht in Sippenhaft nehmen lassen möchte. Und ich muss Ihnen sagen, dass ich damals noch nicht die Traute hatte, zur AfD zu gehen. Ich sage Ihnen das ganz, ganz offen, weil ich natürlich selbst auch, wie es ja vielen in der Bevölkerung geht, von der Mainstream-Berichterstattung suggeriert bekam, dass die AfD doch etwas ist, was man nur so mit der Kneifzange anfassen darf. Wo Leute sind, die eher so im ganz rechten Teich fischen. Ich habe mir ein Stück weit vieles nicht vorstellen können, was ich jetzt in diesem Jahr erlebt habe. Also ich habe
Für diejenigen, die mich nicht kennen, 2008 mich dann selbstständig gemacht. Ich habe mich immer eben für Edelmetalle als Investmentbanker interessiert. Ich habe 2000, 2001 bei Bankenworkshops vor vielen Bankvorständen gesprochen und habe damals schon gesehen, dass eine unglaubliche Anleihenblase weltweit entsteht. Und dann fragt man sich natürlich, wie kann man sich dagegen schützen, wenn so eine Blase platzt. Und habe damals also 2001 angefangen, Gold und Silber persönlich für mich zu erwerben. Und noch immer möchte ich wirklich vielen Menschen Augen öffnen. Und mit dem Buch habe ich ja auch im Finanzbereich zum Geldsystem eine ganze Menge geschrieben, auch zu Gold und Silber einiges geschrieben. Der erste Teil ist hochpolitisch, der zweite Teil beschäftigt sich mit der Situation unseres Papiergeldsystems, mit der Situation der Finanzmärkte, mit den Gefahren für unser Vermögen, mit den Gefahren auch des Zentralismus in Europa, über den sollten wir heute Abend auch nochmal sprechen. Und mit dieser unglaublichen Politik der EZB, die ich ganz gerne als Geldsozialismus bezeichne, aber dazu gleich mehr. Habe den Silberjungen in den letzten Jahren, denke ich, sehr bekannt gemacht und habe dann nach diesem Video Merkels Rechtsbruch für mich die Entscheidung getroffen, bereits Ende Januar, dass ich das alles, was so in meinem Kopf schwirrt, mal in einem Buch zusammenfassen muss. Und in diesem Buch Kontrollverlust, da geht es mir vor allem darum, deutlich zu machen, wie wir die Kontrolle verlieren. Wir als Deutschland über unser Land aufgrund der Zentralisierung der Europäischen Union, wo viele Gesetze, die auf nationaler Ebene nicht durchsetzbar sind, durch die Brüsseler Hintertür dann durchgesetzt werden. Das kann uns in den nächsten ein, zwei Jahren beispielsweise passieren, wenn es um eine Obergrenze fürs Bargeld geht. Ein Beispiel von vielen. Aber denken Sie nur, eine Bargeldobergrenze, also eine Benutzungsobergrenze in Frankreich, haben Sie die ja beispielsweise in Italien bis 3.000 Euro, in Frankreich liegen Sie bei 1.500 Euro einer Begrenzung eben von Bargeldtransaktionen. In Italien, das, wenn wir kurz bei dem Thema sind, ist es so, wenn Sie Ihrer Freundin oder Ihrem Freund dann 3.000 Euro leihen möchten, dann darf das nur unbar geschehen. Selbst da müssen Sie dann also eine unbare Geldtransaktion vornehmen. Das ist unglaublich. Wir verlieren nach meinem Dafürhalten die Kontrolle über unsere Freiheit in ganz vielen Bereichen. Da ist die Bedrohung des Bargelds etwas, was ich in den ersten zwei Kapiteln des Buchs anspreche. Ich sehe aber auch, dass wir im Zuge der gesamten Euro-Rettungspolitik sehen, dass die Herrschaft des Rechts verloren geht. Wir sollten uns damit beschäftigen, dass wir natürlich die Kontrolle über unsere Grenzen verloren haben und unsere Bundeskanzlerin ja immer wieder behauptet hat, wir könnten in der heutigen Zeit unsere Grenzen nicht mehr sichern. Dabei ist es das Normalste und das Selbstverständlichste von der Welt, dass ein Staatswesen seine Grenzen zu schützen versucht, nicht wahr? Und das sind ganz viele Aspekte. Also Sie merken schon, es geht nicht darum, wie Karl Lagerfeld mal sagte, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, sondern hier geht es um ganz andere Aspekte, mit denen wir uns heute unbedingt beschäftigen müssen. Und ich habe dann dem Jochen Kopp, 4-5 Tage nach dem Tod von Udo Ulf Kotte, der viele Bücher geschrieben hat, gesagt, Jochen, bist du bereit, dass wir so ein Buchprojekt angehen? Wenn, dann möchte ich nur dich fragen und möchtest du auch bewusst in deinem Verlag bringen. Und dann sagt er, nein, das können wir machen. Ich habe mich bewusst dazu entschlossen, das im Kopp-Verlag zu bringen, weil der Verlag, seitdem dieses Buch Gekaufte Journalisten vom Udo Ulf Kotte, ja auch Spiegel-Bestseller war, wurde, ganz hart angeschossen wurde. Und es ist immer die gleiche Art und Weise, man versucht erst etwas totzuschweigen. Also so wie es auch bei meinem Buch war, man hat erst versucht, ich habe ganz bewusst diesen Begriff Schweigekartell benutzt in Videos und gesagt, mein Buch wird mit einem Schweigekartell belegt. Wissen Sie, ich war im April diesen Jahres noch auf der Bühne der ARD, auf der größten Anlegermesse in Stuttgart, habe dort eine Stunde gesprochen. Ich durfte das im Übrigen seit Mitte Juni nicht mehr in YouTube diesen Mitschnitt zeigen. Vom ZDF, wo ich im ZDF-Vorjournal sprach, da sehen Sie heute noch die Mitschnitte, auch von N24, MTV, die wurden nicht gelöscht, aber die ARD hat Mitte Juni darauf bestanden, dass ich diesen Mitschnitt löschen musste. Und da merkte ich bereits, das Buch kam einen Monat später raus, am 26. Juli, da merkte ich dann bereits, hier kommt Gegenwind, denn ich habe damals einen der Journalisten der ARD angeschrieben, man tut sich auch, wir kennen uns seit Jahren, habe gesagt, kannst du da auf dem kleinen Dienstweg was machen? Sie kennen den wahrscheinlich fast alle, wenn Sie ein bisschen mal die Börse vor 8 gucken etc. Ich will jetzt nicht mehr sagen.
Und dann schrieb er mir innerhalb von einer Stunde zurück, lieber Thorsten, ja, das sollten wir hinbekommen, ne? Das sollten wir schaffen, also das sollten wir hinbekommen. Hab die Kollegen schon in CC gesetzt und ich bekam dann aber zwei Tage später wohl von seinem obersten Boss eine so lange Mitteilung mit Verweisen auf den Rundfunkstaatsvertrag und dass es bei dieser Urheberrechtsverletzung bleibt und ich diesen Mitschnitt des von mir Gesagten nicht länger zeigen darf. Und da merkte ich bereits, hier wird wahrscheinlich noch mehr kommen. Und es kam ja dann auch noch mehr, nämlich für mich ein Rufmordkartell. Aber das passiert ja nicht nur mir so, sondern das passiert ganz, ganz vielen. Das passiert eigentlich jedem, der in der AfD selbst tätig ist oder bei AfD-Veranstaltungen spricht. Meine Redneragentur sagte mir letzte Woche noch, dass mehrere Auftritte nicht zustande kommen, weil man mir sagt, dass ich ja mal bei der AfD gesprochen habe und man solche Leute nicht haben möchte. Ich habe vor zwei Wochen das erste Kapitel und das letzte Kapitel gesprochen für ein Hörbuch. Wir wollen dieses Buch auch als Hörbuch jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Wochen rausbringen. Und es fand sich kein professioneller Redner. Also man hat dann doch einen gefunden, der jetzt aber auch nur bereit ist, unter Pseudonym zu sprechen. Es ist unglaublich. Also wenn Sie mein Buch lesen, es sind Fakten, es ist keine Verschwörungstheorie. Natürlich heißt es in der Öffentlichkeit stets, das zeige ich gleich auch nochmals kurz, dass ganz viele Verschwörungstheorien drin seien. Nein, mein Spruch ist auch immer ganz gern Fakten statt Postfaktisches. Aber es gibt dann wirklich diese unglaubliche Verunglimpfung. Man wird in eine Ecke gestellt. Und das Ziel ist ja, dass weder die Menschen bestätigen. Was? Wir haben ja immer eine Unterbrechung, ne? Woran liegt das? Ja, okay. Also immer wenn die liebe Kellnerin hier vorbeigeht. Ich will da keinen Kausalzusammenhang stellen. Das wäre ja hinterher nur eine Verschwörungstheorie, ne? Also, so. Ich glaube, Sie alle machen die Erfahrung in Ihrem Freundeskreis, selbst in der Verwandtschaft, dass man ganz schnell geächtet wird. So, als ob man plötzlich, der Bannstrahl ist auf dich gerichtet, du bist vogelfrei. Ich weiß gar nicht, was Ihre kirchlichen Würdenträger sagen. Haben Sie sich mit Kardinal Marx abgestimmt, ob Sie hier erscheinen dürfen? Ja, also das kann negative Folgen haben. Ja, ich weiß nicht, ob die Kirche auch mit Abmahnungen arbeitet für Sie. Ich drücke Ihnen aber die Daumen. Ich finde es toll, dass Sie hier vorbeischauen. Ja. Ich habe beispielsweise eine Umfrage nochmal mitgebracht und da sehen Sie, wie ein Klima der Angst, der erzeugt wird in unserem Land. Da geht es also darum, in einer repräsentativen Umfrage unter 2000 Personen, was meinen Sie, kann man hierzulande ungeschminkt und frei darüber reden, wie man politisch steht und über die Dinge denkt? Oder ist es bei manchen Problemen besser, den Mund zu halten und nicht in ein schiefes Licht zu geraten? Im Juni 2016 haben nur 35% gesagt, bei manchen Dingen besser den Mund zu halten. Im August 2017 haben das bereits 48% gesagt. Und ich bin der Meinung, meine Damen und Herren, wir dürfen nicht den Mund halten. Wir dürfen uns den Mund nicht verbieten lassen. Wir müssen weiterhin uns wehren. Und ich brauche ja immer wieder ganz gerne den Spruch, den meine Großmutter mal verwandte, nämlich, wer sich wehrt, wird geehrt und wer sich duckt, wird angespuckt. Und jetzt wollen wir mal so ein bisschen starten, Kontrollverlust. Ja? Ich habe ja gerade schon gesagt, es geht nicht um die Karl-Lagerfeld-Aussage zu Jogginghosen. Ja? Wir erleben doch einen Kontrollverlust in ganz vielen Bereichen. Ich bin fassungslos über diesen Audiomitschnitt an der Berliner Polizeihochschule, der ja dann danach dann eben auch für authentisch erklärt wurde. Wo also darüber berichtet wird, wie, sagen wir es mal vorsichtig, also nicht zu 100% Deutsche sich dort aufführen an den Polizeischulen. Oder zumindest an dieser Berliner Polizeischule. Wir sehen doch hier, selbst der Tagesspiegel berichtet über, wir sind am Ende, wir können nicht mehr, über die Einlassung der Justiz in Berlin. Hier geht es um das Berliner Landgericht. Ne? Das Berliner Landgericht sagt selbst, wir können nicht mehr. Und dann findet man die Aussage eines Staatsanwalts in diesem Artikel im Tagesspiegel, wir können nicht mehr damit rechnen, dass unsere Anklagen verhandelt werden und müssen befürchten, dass es zu Entlassungen aus der Untersuchungshaft kommt, sagt ein Staatsanwalt. Wir versuchen schon, den Anklagevorwurf möglichst runterzukochen, um beim Amtsgericht vor dem erweiterten Schöffengericht anklagen zu können. Ist es nicht unglaublich? Das ist die Situation.
Das sind die Wahrheiten. Und das hat nichts mit Verschwörungstheorie zu tun. Aber das muss man lesen. Leider Gottes ist der Fokus der meisten Leute dann eher auf Daniela Katzenberger gerichtet. Wie ich gerade schon sagte, 90% kennen sie. Und weniger auf das, was beispielsweise ein Mario Draghi da anzettelt in der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Ganz zu schweigen von den Rechtsverstößen der Bundeskanzlerin. Wenn man über die spricht, dann wird man auch als Rechtsradikale dargestellt. Nein, mir geht es nur darum, dass wir die Herrschaft des Rechts verteidigen und nicht mehr und nicht weniger. Und diese Frau hat nach meinem Dafürhalten alles getan, die Herrschaft des Rechts zu gefährden. Und das muss klipp und klar gesagt werden können. Und ich möchte Ihnen hier etwas zeigen, weil ich sage das also hier schon, dass ich... Ich habe es also auch vor zwei Wochen in Rosenheim so gesagt, im Beisein von Peter Böhringer. Ich hoffe, dass die AfD in den nächsten Wochen und Monaten alles daran setzt, sich nicht spalten zu lassen, sondern dass ein Burgfrieden gefunden wird. Der eine oder andere wird auch wissen, welche Themen ich da anspreche, weil die AfD wird gebraucht, meine Damen und Herren. Und ich habe noch am Wahlsonntag einigen Leuten von Ihnen aus dem hohen Bereich geschrieben, sagt den Leuten, dass CDU-Strategen Neuwahlen im Hinterkopf haben, schließt die rein. Nicht, dass Leute meinen, also wenn wir an Frauke Petri und Co. denken, dass es da jetzt sinnvoll sein könnte, denen zu folgen. Ich sage das mal an der Stelle, ich habe meine Erfahrung mit der Dame gemacht und sie ist für mich nicht das Opfer, für das sie viele halten. Aber das ist jetzt Geschichte, da muss man nach vorne schauen. Ich kann aber nur sagen, ich hoffe sehr, dass sie auf ihrem Bundesparteitag alles daran setzen, einen Burgfrieden für die Partei zu finden. Sie haben tolle Leute an der Spitze und die müssen weiter gemeinsam voranschreiten, weil die AfD wird noch gebraucht. Es fängt erst an. Es fängt erst an, der Kampf um unser Land, meine Damen und Herren. Er ist noch nicht beendet. Wir haben zwar einen Etappensieg damit, dass die AfD jetzt im Deutschen Bundestag sitzt, aber es ist erstmal nur ein Etappensieg. Und da müssen noch ganz viele folgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und für mich ist einer der wichtigsten Punkte, den Sie sich als Partei auf die Fahne schreiben, ich bin ja noch immer nicht eingetreten in die AfD, deshalb sage ich das als Parteiloser, eine der wichtigsten, sehen Sie schon, jetzt werde ich nicht mehr gebucht für Aufträge. Ne? Ja, was soll denn erstmal geben, wenn ich da Parteimitglied wäre? Ne? Nein, aber habe ich auch keine Redneragentur mehr. Ich habe ja in Rosenheim habe ich gesagt, wenn ihr euch nicht spalten lasst und wenn der Bundesparteitag gut verläuft, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, nach dem Bundesparteitag einzutreten. Aber ich finde auch gut, den will Weile haben. Und ich muss aber für mich auch persönlich sagen, dass ich Anfang des Jahres immer gesagt habe, und das ist auch ehrlich gemeint, und da will ich auch glaubwürdig bleiben, dass ich Augen öffnen möchte, indem ich eben Sachinformationen über diese YouTube-Videos oder über das Buch transportiere. Und dazu würde es nicht passen, wenn ich einen Tag nach der Bundestagswahl in die AfD eintrete. Das ist nur mal so zum Hintergrund. Ja. Deshalb ist das für mich auch ein Prozess, da muss das wachsen. Aber schau mal nach vorn und wir wollen ja über andere Sachen reden, als über meine Parteimitgliedschaft. Ich will nur sagen, nochmals, ist jetzt der zweite Anlauf, ich denke, dass eines der wichtigsten Punkte, welches sich die AfD als einzige Partei, die im Deutschen Bundestag sitzt, auf die Fahne heftet, ist was? Und vielleicht kommen Sie schon drauf, bei dem, was ich hier an die Wand projiziere. Die Überschrift lautet, Demokratie ist für mich essentiell. Aber das ist für immer weniger Menschen der Fall. Wir sehen beispielsweise hier in den USA, wie es ganz massiv nach unten geht. Das ist eine Entwicklung, da sind Datenreihen jeweils von den 30er Jahren bis eben in unsere Gegenwart. Und da sehen Sie, wie der Zuspruch zur Demokratie immer mehr abnimmt. In den USA sagen inzwischen 72% der in den 30er Jahren Geborenen, also muss ich anders anfangen, 72% der in den 30er Jahren Geborenen sagen, Demokratie sei für sie essentiell. Unter den nach 1980 Geborenen meint das jedoch nur noch jeder Dritte, sind 30%. In Deutschland sagen nur 48% der nach 1980 Geborenen, Demokratie sei noch wichtig für sie. In den Niederlanden sind es 35%, in Großbritannien sind es nur noch 29%, meine Damen und Herren. Und das möchte ich Ihnen hier an der Stelle mal vor Augen führen.
Ich kann das ja alles nachvollziehen, weil wissen Sie, ich war 26 Jahre in der CDU. Ich habe 1993 am Deutschlandtag der Jungen Union teilgenommen, als Friedrich Merz damals auch Europaparlamentarier war und den Maastrichter Vertrag dort vorstellte. Und wir haben damals über die No-Bail-Out-Klausel gesprochen. Kennen Sie das alles noch? Ja, also ein Mitgliedstaat haftet nicht für die Schulden eines anderen. Macht es da noch Klick? Kennen Sie noch 1998, 99, 2000 die Publikationen der CDU, die verteilt wurden? Da stand das alles drin. Das wird keine Schuldenunion, das wird keine Haftungsgemeinschaft, meine Damen und Herren. Ja, heute, ja, Sie lachen zwar gerade, aber ich weiß nicht, mir ist eher zum Weinen zumute. Es ist sehr traurig. Und 1992 hat Helmut Kohl, und ich habe im Buch diese Rede nochmals erwähnt, eine Rede gehalten, in der es um Subsidiarität ging. Ich war 8 Jahre, meine 8 Jahre im CDU-Kreisvorstand, und der damals die rechte Hand von Helmut Kohl, der Professor Dr. Günter Winsche, kommt aus Hamm, war damals Chef der CDU-CSU-Abgeordneten, und der Günter hat uns dann im kleinen Kreis eingeladen. Für mich war es eine tolle Erfahrung als junger Kerl, so Leute wie Otto von Habsburg dort im kleinen Kreis zu treffen. Der Manfred Rommel, der ehemalige Oberbürgermeister von Stuttgart, war im kleinen Kreis bei uns zugegen, oder der Sohn von Lars Stauffenberg. Und auch der Günter Winsche, all diese Leute, die ich damals kennenlernen durfte, die haben kein Gespräch als Europaabgeordnete, als Europapolitiker geführt, ohne die Bedeutung der Subsidiarität hervorzuheben. Ich befürchte, wenn Sie heute eine Umfrage machen würden unter den Leuten im Europäischen Parlament, also unter den Abgeordneten im Europäischen Parlament, dass vermutlich nicht mehr die Hälfte Ihnen sagen könnte, was Subsidiarität überhaupt meint. Geschweige denn, dass Subsidiarität sogar in den Gründungsverträgen und auch im Maastrichter Vertrag eine wesentliche Rolle spielt. Aber diese Subsidiarität, die ist inzwischen gestorben. Und das bekümmert mich. Und Sie sicherlich auch. Ich habe gerade das Thema Bargeld-Obergrenze mal angesprochen als einen Punkt. Aber es geht ja noch viel weiter. In der Flüchtlingspolitik redet man uns ein, aufgrund von Urteilen des Europäischen Gerichtshofs, dass Menschenrechte ja eine extraterritoriale Wirkung haben. Und damit wir uns ganz praktisch die Folgen vor Augen führen, ist es so, wenn Frontex-Schiffe 30 Kilometer vor der libyschen Küste von Nordafrika angeblich Schiffbrüchige, und Sie wissen, die meisten von Ihnen werden jetzt sofort wissen, warum ich das so formuliere, nicht? Angeblich Schiffbrüchige retten, dann dürfen die nicht an die nordafrikanische Küste verbracht werden, sondern müssen ins 470, 480 Kilometer entfernte Sizilien von Bord gehen. Und dann landen die, wie Sie es gestern oder heute Morgen habe ich es noch gelesen, wo dann also wieder der Zugverkehr irgendwo in München oder bei München eingestellt werden musste, weil wieder 3 aus Italien kommend dort dann vom Zug gesprungen sind. Also ich habe ja mit hohen Polizisten darüber sprechen können, was hier abgeht. Wir sind dabei, die Kontrolle zu verlieren. Und es ist nicht so, dass wir sie zurückgewonnen haben. Es ist nicht so, wie uns die Regierung einzureden versucht und vor allem auch die herrschende Presse, dass jetzt alle Probleme gelöst sind. Nein, mitnichten. Ja? Und ich sage gleich, oder ich habe den Slide gleich noch dabei, erinnern Sie mich gleich dabei, wenn es um die Bild-Zeitung geht und Syrien, dass Sie mir sagen, Alice Weidel als Stichwort, und dann sage ich Ihnen dazu was, warum mir das wichtig ist, das hier anzusprechen. Weil wir leben ja in einer Zeit, also man wird fast schon wahnsinnig, wenn man also erkennt, wie die Medien uns hinter die Fichte führen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht. Ja? Aber wir können ja die Augen nicht verschließen, weil es geht um unsere Zukunft, es geht um die Zukunft unserer Kinder. Da können wir ja jetzt nicht sagen, schauen wir mal weg und wir blenden das aus, so wie Kinder das machen beim Versteckenspiel. Das sehe ich nicht. Ne? Also die Probleme sind da und wir müssen darüber reden, weil nur wenn wir diese Probleme benennen, dann können wir auch die Leute, die dafür zuständig sind, auf die Anklagebank setzen. Und dann müssen sie hin, meine Damen und Herren. Aber Sie sehen hier, dass immer weniger Menschen Demokratie als essentiell ansehen. Und ich sehe ja selbst, wenn ich sehe, haben wir alle mal abgestimmt über die Grenzöffnung. Selbst der Deutsche Bundestag hat ja nicht abgestimmt über die Grenzöffnung. Und ich beschreibe hier im Buch, warum das notwendig gewesen wäre. Nein, das hat er nicht. Selbst unser Deutscher Bundestag hat darüber nicht abgestimmt. Angela Merkel und ihre Schergen haben dieses damals beschlossen. Und der Deutsche Bundestag hat es bis heute nicht sanktioniert. Geschweige denn, dass die Regierung mal das Volk gefragt hätte. Haben Sie über die Euro-Rettungspolitik
Und ich habe ja gerade gesagt, über die Euro-Sünder-Belohnungspolitik, wir wollen ja jetzt die Worte richtig wählen, haben Sie darüber einmal abstimmen dürfen, dass der Maastrichter-Vertrag nicht so angewandt wird, wie man es Ihnen und mir versprochen hat? Nirgendwo. Wenn eine Bargeld-Obergrenze kommen sollte, glauben Sie, dass Sie darüber mal abstimmen dürfen? Meine Damen und Herren, ich sage das wirklich an der Stelle, ich halte es für essentiell, dass die AfD in den nächsten Jahren von einem Kurs auf keinen Fall auch nur einen Millimeter abgeht. Und das ist die Forderung nach direkter Demokratie. Weil all das... Weil all das, was ich im Buch aufzeige an vielen Entwicklungen, werden wir ohne direkte Demokratie, das sage ich als Prophezeiung im Schlusskapitel, werden wir das alles nicht zurückdrehen können, nicht aufhalten können, nicht in die richtigen Kanäle umleiten können. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir sehen, dass direkte Demokratie ganz wichtig ist. Was ich vorher noch, ich zeige sie nur mal, aber die Kernaussage ist klar, nicht? Das Interesse für Politik lässt nach. Ja klar, wenn ich das Gefühl habe, ich kann eh nichts ausrichten, ich fühle mich ohnmächtig, ich fühle mich machtlos, es fragt mich eh niemand, warum soll ich mich dann noch für Politik interessieren? Wobei wir wollen es uns nicht zu einfach machen, ne? Das ist die eine Erklärung. Ja, aber das erklärt nicht, warum Daniela Katzenberger 90% kennen und nur jeder zweite Deutsche Mario Draghi zuordnen kann. Also ganz so einfach dürfen wir es uns nicht machen. Und ich sage das an der Stelle, wenn man über direkte Demokratie redet auch, Informationen sind ja nicht aus meiner Sicht nur eine Bringschuld, dass andere mir die Informationen liefern sollten, sondern es ist auch eine Hohlschuld. Und wir brauchen auch aufgeklärte Bürger. Es gibt ein Buch, kann ich Ihnen nur empfehlen, Prolokratie heißt das. Schauen Sie, wir brauchen einen Führer, wenn Sie ein Auto steuern wollen, brauchen Sie einen Führerschein. Ja? Als Beispiel. Zum Angeln braucht man einen Angelschein. Jetzt können wir ganz viele Beispiele bringen, ja. Aber ja, nennt auch, ne? Boah, das sieht ja gut aus hier. Ja. Also, und das riecht auch gut so. Aber einen Wahlführerschein brauchen wir nicht, ja. Was ich entsetzlich finde, ich habe gerade eine Woche lang mein Patenkind zu Hause, die ist jetzt 18 Jahre jung, die hat gerade ihr Abitur gemacht. Und sie erzählt mir, dass in ihrem Unterricht damals, im Politikunterricht, Leute, die Migrationspolitik Merkels kritisierten, von der Politiklehrerin danach nicht mehr drangenommen wurden. Ja? Ich kenne aus meiner Schulzeit noch, dass wir oft Gruppen gebildet haben, die eine Gruppe für das Pro, die andere für das Contra. Und dann hatte man den Auftrag, mal alle Argumente zu sammeln und zu diskutieren. Diskussionsfreudigkeit und somit auch Demokratiefreudigkeit wird auch so erzeugt. Das wird aber heute ja immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Auch, ich fragte sie dann, kennst du George Orwell? Nein. Kennst du das Buch 1984? Nein. Ja, es verschwindet immer mehr aus den Lehrplänen. Es hat an den Schulen nichts mehr zu suchen. Meine Damen und Herren, wenn Sie... Ich will jetzt nicht zu sehr Werbung für das Buch machen, ne? Aber Sie können auch, danke, und das war jetzt nicht abgesprochen, aber Sie können, ich habe, und das war mir wichtig, viele YouTube-Videos habe ich gemacht, unter anderem auch zum Bargeld eines, wo die wichtigen Aspekte, auch wenn Sie das Buch nicht kaufen wollen, alle möglichst vielen Menschen zugänglich sind. Ja? Also auch wenn Sie sich dieses Video nochmal anschauen, wenn Sie sehen, wie unser Bundestag durch die Gesetzgebung wirklich zum Totengräber des Bargeldes wird. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ich kam ja über George Orwell drauf und ich sage Ihnen wirklich, die Gefahren, die George Orwell im Buch 1984 beschrieben hat, die sind größer denn je. Und ich muss immer an Neusprech denken, ja? Wenn ich so heute unsere Sprache so in den Medien auf mich wirken lasse, wie ja. Und deshalb habe ich ja heute mal bewusst schon mal diesen Begriff jetzt zweimal verwendet, nämlich Euro-Sünder-Belohnungspolitik, um mal deutlich zu machen, wie wir ja über die Begriffswahl schon subtil beeinflusst werden. Schutzsuchende, ne? Wenn es um Flüchtlinge geht, ja, wer möchte denn Flüchtlinge nicht aufnehmen oder Schutzsuchenden Obdach bieten? Ja? Auch da geht es wieder darum, dass man ablenkt von der Realität, dass man... Ja? So ist es. Ne? So. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir, wenn wir alles daran setzen wollen, die Deutungshoheit zurückzugewinnen,
dass wir die Begriffe richtig setzen, dass wir die richtigen Begriffe wählen. Und ich will zum Thema direkte Demokratie nur mal sagen, das hier, ich hoffe, dass er das durchhält, weil der gute Mann hat momentan in den nächsten Wochen sicherlich auch zu kämpfen mit dem Sebastian Kurz. Der Strache hat in Österreich ganz klar jetzt noch, ich glaube vor 2 Tagen gesagt, auf dem Parteitag der FPÖ, lese es mal vor für diejenigen, die hinten sitzen und es nicht sehen können, und dann stellte Strache Bedingungen, 50% der Inhalte des Koalitionsübereinkommens müssen feierlich sein und in Sachen Ausbau der direkten Demokratie sei er überhaupt zu keinem Kompromiss bereit, wetterte er. Da kann ich nur sagen, bitte weiter wettern, weil das ist die Grundvoraussetzung, wenn sich in den nächsten Jahren dort was ändern soll. In Österreich ist es ja so, dass bereits Volksbegehren, Volksentscheide möglich sind. Die sind möglich, aber sie haben überhaupt keinen verbindlichen Charakter für das Parlament. Ja? Und das wollen sie ja ändern. Das soll verbindlich werden. Also wie in der Schweiz, wo ich ab Freitag sein werde. Und die Schweiz hat seit 1891 ja die direkte Demokratie. Und sie ist ja damit sehr gut gefahren. Und lassen Sie sich bitte nicht einreden, dass 8 Millionen Schweizer nicht können. Das können 80 Millionen Deutsche nicht. Völliger Quatsch, völliger Unsinn. Und ich sage das an der Stelle auch, der Primat der Politik, der ist ja gar nicht mehr da. Freihandelsabkommen, ein weiterer Begriff, der uns in der Geschichte führt. Freihandelsabkommen, ich nenne sie Konzernermächtigungsgesetze. Und ich habe es letzte Woche Donnerstag gesagt, das war eine sehr illustre Runde in einem 5-Sterne-Hotel in Hamburg, da kam hinterher jemand zu mir und der war völlig aufgebracht, wie könnte ich nur das Wort Ermächtigungsgesetz in diesem Zusammenhang nennen, das sei ja eine solche Verunglimpfung, weil, Sie wissen alle, 1933 im Februar, ne, Ermächtigungsgesetz, wohin das führte, habe ich gesagt, ich bleibe dabei, ich will damit ganz bewusst provozieren, ja, und zuspitzen. Und das schaffe ich nach meinem Dafürhalten mit dem Begriff Konzernermächtigungsgesetz, weil Freihandelsabkommen sind nichts anderes als Konzernermächtigungsgesetze. Und das lasse ich mir nicht verbieten zu sagen. So, jetzt mache ich nochmal eine ganz kurze Abfolge, weil ich selbst schon schockiert bin mit Blick auf die Uhr, wo wir stehen. Ich will Ihnen nur sagen, vor Ihnen steht, und Sie merken schon, also alles, was ich heute so zum Besten gebe, ne, also es riecht, es ist eine Aneinanderreihung von Verschwörungstheorien. Ne? Also ich glaube auch keinerlei Fakten, also das, was hier alles aus dem hohlen Bauch und ne, also dieser Mann, der Dennis Scheck, der hat mich am 1. Oktober in der ARD als durchgeknallten Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Steht auch hier nochmals drin. Zeichen dann mal vom Tagesspiegel, der Tagesspiegel, den wir ja gerade schon mal zitiert hatten. Da ging es um den Kontrollverlust des Berliner Landgerichts. Hier geht es dann darum, ne, im Tagesspiegel stand eine verschwörungstheoretische Schrift, gemeint ist mein Buch, ja, das Buch Kontrollverlust, eine verschwörungstheoretische Schrift, die das Gruseln lehrt. Dann steht hier, Thorsten Schulte lehrt mit seiner verschwörungstheoretischen Schrift das Gruseln, und auf den einschlägigen Internetseiten findet sich einmal mehr die üblichen Vorwürfe, die Mainstream-Medien und der Buchhandel würden das Buch ignorieren und boykottieren. Als ob ich mir das einreden würde. Also wer mich jetzt nicht kennt, und ich zeige Ihnen gleich ganz kurz was dazu, wer mich nicht kennt, und das sollten wir uns alle vor Augen führen, das hier, das wird bei der überwältigenden Mehrheit der deutschen Bevölkerung verfangen. Die werden so etwas lesen und denken sich, ja, das ist denn der Schulte für ein komischer Kauz. Dann kommt in der ARD noch der Dennis Scheck, ach, der sagt ja auch, das ist ein durchgeknallter Verschwörungstheoretiker. Nee, also von dem Buch lasse ich mal besser die Finger. Da kann ja nichts Anständiges und Gescheites drinstehen. So. Vor 2 Wochen stand ich in der FAZ am Sonntag, ein ganzseitiger Artikel. Und nur mal, damit wir das gemeinsam mal auf uns wirken lassen. Ich habe mir das bewusst, geht ja ganz schnell. Hier steht, Erstmal hier oben stand, da muss ich, der Provokateur, ja, und jetzt kann ich das hier selbst kaum lesen, also hier stand zumindest nichts drin davon, dass ich AfD-Sympathisant bin. Wenn Sie jetzt aber eingeben in Google, FAZ, der Provokateur oder FAZ Schulte, kommen Sie sofort auf diesen Artikel, da steht dann sofort drin, der AfD-Sympathisant und Bestsellerautor. Merken Sie was? Ja, weil alles, wo AfD drauf steht, das ist bäh, Finger weg. So.
Und jetzt steht dann hier in dem Artikel beispielsweise, als sich die AfD formiert, anfangs als Professorenclub, schaut Schulte bereits mit wohlwollendem Interesse zu. Also, das Witzige ist, es war gar nicht so. So. 2016 gründet er schließlich mit Bernd Lucke, dem ersten AfD-Anführer, inzwischen im Europaparlament an den Rand gedrückt, und anderen die Initiative Pro Bargeld Pro Freiheit e.V. Meine Damen und Herren, ich stelle fest, dass der Lucke damit überhaupt nichts zu tun hat. Ich habe den Mann bislang noch nicht getroffen, oder ich will ihm das immer so zum Besten geben. Ne? Rege scheint das Vereinsleben nicht, eine einzige Kundgebung vermerkt der Internetauftritt, und dies auch schon ein Jahr her. Schulte stieg in Frankfurt auf eine Bühne mit Eurokritiker Joachim Stabatti, dem Tübinger Professor, der auf AfD-Ticket nach Brüssel reiste und hinterher an Luckes Seite im politischen Abseits strandete. Also, tendenziös ist dieser Artikel überhaupt nicht, oder? Nein, wir lesen weiter. Ja, so. Im Übrigen, lassen Sie mich auch sagen, wir haben alleine zwei große Bargeldkundgebungen gemacht. Und ich habe alleine 9 Infostände gemacht, wo wir über 10.000 Flyer verteilt haben. Zeigen Sie mir mal den CDU-Infostand, der mit 8 Leuten insgesamt über 10.000 Flyer verteilt. Nein, den gibt es mir nicht. So. Ja. Ja, aber wenn Sie das alles wissen, wenn Sie mich nicht kennen und mir hier nicht zuhören würden und das auf sich wirken lassen, dann bleibt etwas ganz anderes bei Ihnen haften. So, muss ja selbst sagen, ich habe ja selbst gesagt, was ist denn das für ein Schnösel? Nachdem ich diesen Artikel gelesen habe. So, dann geht es hier weiter. Ein weiterer Mitstreiter war an dem Tag Max Otte, der ehemalige Wormser BWL-Professor. Und jetzt kommt es mit mittelmäßigen Geldanlagetipps. Ja, der Max Otte, ich schätze ihn ja sehr, der hat auch eine Wahlempfehlung für die Alternative Deutschland gegeben. Da kann man den natürlich nochmal schön durch den Kakao ziehen. Ne? So ein Professor mit gerade mal mittelmäßigen Anlagetipps. Halten Sie sich auch von dem bitte fern. Ja. Und dann hier im vergangenen Wahlkampf warb er, da geht es jetzt wieder um, warb er, ob schon ewig CDU-Mitglied für die AfD. Das bezieht sich noch auf den Max Otte. Jetzt komme ich wieder ins Spiel. Thorsten Schulte, wiederum unterstützt im Sommer AfD-Frontfrau Alice Weidel mit einem YouTube-Werbevideo, hilft dem Vorsitzenden Jörg Meuthen mit gemeinsamen Auftritten, um erfreut festzustellen, dass er von den beiden der sprungvollere Redner ist. Meine Damen und Herren, da glauben Sie doch nicht allen Ernstes, oder? Dass ich dem Redakteur gesagt habe, ich bin ja schwungvoller Redner. Der hat eine tolle, geile Rede gehalten, der Reuten. Das ist ein Spitzenredner. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie den haben. Ja? Ja, das muss man ja wirklich auf sich wirken lassen, oder? Das ist eigentlich ganz großes Kino, wenn es nicht letztlich so schäbig wäre. Weil ich sage mal, ich lache jetzt hier zwar drüber, aber das ist ja nur ein Mosaikstein. Und ich meine, jedem von Ihnen geht es ja auch so. Ne? Also gerade diejenigen, die Funktionärsträger für die AfD sind, werden alle die gleichen Erfahrungen machen. Aber es ist schon, wenn man das dann so am einen Leib erfährt, ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber ich will Ihnen das zeigen. Das ist das Gleiche hier mal Wikipedia-Eintrag. Wenn Sie den mal auf sich wirken lassen, da steht dann natürlich auch drin, dass der Tagesspiegel mein Buch als verschwörungstheoretische Schrift bezeichnet. Also wenn Sie das hier lesen, diesen Wikipedia-Eintrag auf sich wirken lassen, ne, dass ich mein Buch im Kopfverlag gebracht hätte, unter anderem auch steht dieser Verlag hier für rechtspopulistische, verschwörungstheoretische und esoterische Bücher. Das ist unglaublich. Und das Allerbeste ist, auch wieder so diese subtile Beeinflussung der Menschen. Schulte war von 1989 bis Oktober 2015 Mitglied der CDU. 1994 war er Wahlkampfmanager von Laurens Meyer, dem ehemaligen CDU-Generalsekretär, als dieser erfolglos für das Amt des Oberbürgermeisters kandidierte. Also, eines ist klar, machen Sie mich zu Ihrem Wahlkampfleiter und der Erfolg, der Misserfolg ist garantiert. Super! Ja, toll! Ich sage Ihnen das nochmal, wir haben 6,3% hinzugewonnen bei der Kommunalwahl. 6,3%. Und bei der zeitgleichen Bundestagswahl hatten wir 2,4% als CDU-CSU damals verloren. Okay? Dieser Kommunalwahlkampf war höchst erfolgreich. Der Laurens hat mich umarmt und dachte nämlich eine Stunde, er sei Oberbürgermeister. Aber so viel dazu. Ja? Ich bin der falsch gewordene Misserfolg, wenn es um Wahlkampfführung geht. Es ist alles unglaublich. Aber ich möchte Ihnen das zeigen, weil da gehe ich jetzt mal drüber, wie im Buchhandel wirklich gesagt wurde, das Buch ist erst in 3-4 Wochen lieferbar oder gar nicht lieferbar, aber das gehen wir schon drüber, weil es ist ja recht spät schon. Dann hat man in Wikipedia, sagt man dann also auch, dass die Wirtschaftswoche mich zählt zu den Finanzdienstleistern,
die ja nur Ängste schüren und simple Lösungen versprechen. Doch solide Absicherung geht anders. So. Das steht in dem Artikel in der Wirtschaftswoche hier. Nicht? Das ist die Überschrift. Und dann kommt was Negatives über den Professor Polleit von der Degussa, der ehemalige Chefvolkswirt von Barclays. Der steht jetzt hier auch nicht mehr auf der richtigen Seite, ne? Nachdem er für Degussa Goldhandel Chefvolkswirt ist. Da muss man ihn ja auch durch den Dreck ziehen. Der Dirk Müller, Mr. Dax, hat jetzt auch sein Fett abbekommen. Der arme Dirk. Ja. Dann kam ich dran. Und der Max Otte kam auch natürlich dran. Wir sind dieser Professor, der Wirtschaftsprofessor mit mittelmäßigen Geldanlagetipps. Nur um das nochmal vor Augen zu führen. Und dann kommt der Schulte dran. Und zu mir steht dann in diesem Wirtschaftswochenartikel, so wie bei Silberjunge Thorsten Schulte, der das Silberbulletin herausgibt und vorhersagt, dass der Euro zur italienischen Lira verkommt. Ja, meine Damen und Herren, sowas aber auch. Wie kann man denn nur? Ha? Mann, Schimpf und Schande hier. Schmutz und Asche auf mein Haupt. Besonderen Anklang finden solche Botschaften am rechten Rand des politischen Spektrums. Ja, das sehe ich hier. Bin ich ja gerade hier, ne? Ja? So. Und Schulte bedient diese Zielgruppe auch als politischer Autor. So hat er auf dem Online-Magazin des rechten Kopfverlags Artikel wie »Was Berlin uns über die Flüchtlinge aus Syrien verschweigt« oder »Merkel muss weg, warum ich nach 26 Jahren aus der CDU austrat« publiziert. Aber auch seine Finanzbotschaften dürften dort den Nerv treffen, also in diesem rechten Milieu, ne, wo ich gerade bin. Ja, in der neurechten Szene gibt es eine regelrechte Lust am Untergang, sagt Christoph Wieser, Co-Autor des Buchs Gefährliche Bürger. Gerade steht einer vor Ihnen, ein ganz gefährlicher Bürger, der Thorsten Schulte. Da nehmen Sie sich vor dem in Acht. Ja. Aber so viel zu dem Thema, wie der Tagesspiegel ja so suggeriert, na, als ob ich mir alles einbilden würde. Ne? Hier sehen Sie mal, was die Thalia Buchhandelsgruppe gesagt hat. Spiegel Beste, der Thorsten Schulte Kontrollverlust. Dieser Titel wird in den Thalia Buchhandlungen nicht präsentiert. Aber ich habe mir das eingebildet. Ich habe mir das alles eingebildet, was hier läuft. Osiander und die Meiersche haben mein Buch selbst letzte Woche nach Zuschriften noch nicht ausgestellt. Ja, ja. Und so ist es eben. Die Spiegel-Bestsellerliste wurde von bücher.de gefälscht. Hier stand in der Woche mein Buch auf Platz 2 und Sie sehen, Fehlanzeige. Hielt 4 Tage an. Hier sehen Sie beispielsweise Bild. Die Bild-Bestsellerliste, da war ich auf Platz 1 noch in der Woche, das war am 7. 8. September, vor der Bundestagswahl hier, 37. Kalenderwoche, 7. 8. September auf Platz 1. In den beiden Wochen vor der Bundestagswahl sehen Sie nichts, da war ich auf keinem der 20 Plätze aufgeführt. Nach der Bundestagswahl war ich wieder 2 Wochen lang auf Platz 1. Aber ich habe mir das eingebildet. Und wenn Sie dann dagegen stellen, wo das Buch, immer noch mal zurück, wo das Buch zeitgleich dann stand hier in der 38. und 39. Da stand das sogar auf Platz 2 in der Spiegel-Bestsellerliste, meine Damen und Herren. Das ist ja so, also ich meine, das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock, dass hier gemauschelt wird und die Bestsellerlisten gefälscht wurden. Aber ich bilde mir das alles ein. Also Sie sehen ja auch, ich habe Paranoia, ich bilde mir alles ein. Und das war das Allerbeste. Die Welt am Sonntag, ich hatte eine Anzeige gebucht, auf Seite 1 des Finanztags der Welt am Sonntag sollte diese Anzeige kommen. Und wir haben dann an dem Sonntag um 10.50 Uhr die Mitteilung bekommen, dass die Anzeige aus grundsätzlichen Erwägungen nicht storniert wurde von der Redaktion der Welt am Sonntag. Ja. Und nur mal zum Thema Verschwörungstheorie. Ich habe gesagt, Frau Weidel, zu Alice Weidel, das ist jetzt eine Verschwörungstheorie. Ja? Aber nur mal, wie ich denke. Ich denke, oder das sage ich auch den Leuten Ihrer Fraktion in Berlin, gehen Sie davon aus, dass in den Fraktionsräumen nichts ohne Überwachung gesagt werden kann. Das meine ich ernst. Seien Sie da vorsichtig. Ja? Weil ich habe 2-3 Tage vorher, am Freitag damals, habe ich den Leuten um Alice Weidel rum und noch auch 3-4 sehr bekannten Leuten, das Drehbuch für das Video, welches ja fast 1 Million in YouTube gesehen haben und 2,5 Millionen angezeigt bekamen in Facebook, habe ich das Drehbuch denen zur Verfügung gestellt. An einem Freitag Nachmittag. Meine Werbeagentur hat sogar noch 4 Belegexemplare bekommen von Springer. Das heißt, die Anzeigenabteilung ging bis unmittelbar davor ja davon aus, dass diese Anzeige tatsächlich geschaltet würde. Und das ist die
Welt am Sonntag vom 10. September, wo plötzlich auf Seite 1 über Alice Weidel auf Seite 1 doch diese Mail gezeigt wurde. Haben Sie das mitbekommen? Angeblich eine rechtsextreme Mail. Also ich habe zu ihr gesagt, also wenn, sie sagt ja nicht, also, aber selbst wenn sie die geschrieben hätte, und das muss man sich mal vorstellen, eine Mail aus dem Jahre 2013, die haben ja wirklich in ihrem Umfeld jeden Stein umgedreht, um irgendetwas gegen sie in der Hand zu haben. Und dann kommt man dazu, dass man eine Mail aus dem Oktober 2013 ja, dazu missbraucht, um ihr zu unterstellen, sie hätte eine Mail mit rechtsextremem Inhalt geschrieben. Und in der Mail steht unter anderem drin, dass unsere Regierungsvertreter, ich hoffe, ich kann es so sinngemäß jetzt so wiedergeben, dass sie ja Marionetten unserer Supermächte seien. Aber meine Damen und Herren, das ist aber ein sehr rechtsextremer Inhalt. Ich kann das auch nicht gutheißen. Also da müssen wir jetzt mal, also, Butter bei die Fische, das war aber auch nicht in Ordnung. Schämen Sie sich mal dafür. Hier haben wir ein Schlagloch abgebildet, ein Auto. 35 Milliarden Euro, das sind nur die offiziellen Zahlen, die ich in meinem Buch verwendet habe. Aber ich zeige Ihnen gleich noch etwas anderes dazu. Und vergleichen Sie das mal mit den gesamten Bauausgaben unseres Staates. Das sind die Ausgaben des Bundes, der 16 Bundesländer und der Städte und Gemeinden. Die geben gerade mal 33 Milliarden Euro insgesamt für Bauinvestitionen aus. Und davon entfallen gerade mal lächerliche 3 Milliarden Euro auf unsere Bundesstraßen und Autobahnen. Ja, und ich meine, es gibt ja hier ein schönes Schauspiel. Ne? Also wenn Sie die A1 ist das, ne? Wenn ich die fahre, ja, die Brücke über den Rhein, wo diese 3,5-Tonnen-Grenzen, glaube ich, ist und diese Schranke dort ist, ne? Damit auch kein Auto drüber fährt, der schwerer ist. Ja? Wir haben es mit marauder Infrastruktur zu tun und ich will jetzt das ganz abkürzen, weil ich über andere Sachen heute Abend mit Ihnen reden möchte. Aber ich habe bei allen Vorträgen im Bundestagswahlkampf immer gesagt, dass unsere Madame, die sich hinstellt und jetzt angeblich den digitalen Fortschritt verpflichtet fühlt, und Sie wissen, wen ich meine, wenn ich von Madame rede, dass diese Frau, man könnte ja meinen, dass sie das erste Mal jetzt Bundeskanzlerin werden wollte und habe dann also mal ausgeführt, wie schlecht es um unsere LTE-Netze als Beispiel bestellt ist, was ich auch hier wieder sehen kann, ne? Wie miserabel, ich habe also mehrfach jetzt die Probleme heute Nachmittag hier gehabt. LTE, ne? Super schnelles Internet. Wissen Sie, dass nur 59% der Bundesbürger der Deutschen Zugang haben zu diesem schnellen LTE-Netz? In Südkorea und in Japan sind es sogar über 90%. Selbst die Bild-Zeitung fragte, warum ist unser LTE-Netz schlechter als in Peru? Das sind nochmal Dinge, die man ansprechen muss. Ja? Meine sehr verehrten Damen und Herren, oder die maroden Brücken leben von der Substanz in diesem Land. Oder wenn ich sehe, als ich noch von dem Hotel zu den Landungsbrücken in Hamburg fuhr am Freitagmorgen, weil das Wetter so schön war, wollte ich eine halbe Stunde, weil ich eh nur 20 Stunden in Hamburg war, wollte ich zu den Landungsbrücken kurz fahren. Da habe ich also unter einer Brücke habe ich so um die 40, 50 Obdachlose gesehen. Und vor wenigen Tagen kam wieder raus, dass die Zahl der Obdachlosen massiv weiter angestiegen ist. Ich habe auch dazu exakte Zahlen im Buch von 2010 bis 2015 genannt, ja. Und das sind alles Dinge, wo hier weggeschaut wird. Und ist es denn wirklich populistisch, wenn ich sage, dass eine Regierung sich vor allem zunächst mal darum kümmern muss, dass es seinem eigenen Staatsvolk gut geht? Ist das wirklich populistisch? Und nur damit Sie das mal mitnehmen, weil man das nicht oft genug zeigen kann, das war ein Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung, erschienen am 14. September. Und da hieß es schon in der Überschrift, die Flüchtlingskosten sind ein deutsches Tabuthema. Und in dem Artikel heißt es dann unter anderem, dass das Institut der Deutschen Wirtschaft für dieses Jahr die Kosten der Migrationspolitik auf 50 Milliarden beziffert und das Kieler Institut für Wirtschaftsforschung geht von bis zu 55 Milliarden Euro aus. 55 Milliarden, 50 bis 55 Milliarden Euro. Und darüber muss man reden dürfen. Wenn man sich vor Augen führt, dass wir 33 Milliarden an Bauausgaben haben. Das ist viel, viel mehr, was wir hier sehen, als wir über Kindergeld beispielsweise ausgeben. Das Erziehungsgeld in Deutschland liegt gerade mal bei lächerlichen 6 Milliarden Euro. Und das ist ja auch an der Stelle wichtig. Ich kann ja nicht nur predigen, wir brauchen wieder mehr Kinder. Aber wir haben eine Situation. Meine Eltern, meine Mutter, die konnte noch zu Hause bleiben. Und sie konnte noch zu Hause bleiben. Sie wollte auch uns
jahrelang erziehen zu Hause und als Mutter zur Seite stehe. Und sie konnte das auch. Viele können das ja heute nicht mehr. Ja, ich habe schon im Jahre 2000, 2001 mal das Buch Working Poor von Barbara Ehrenreich, einer US-Schriftstellerin, gelesen, die mal 3-4 Jobs, die 1,5 Jahre lang in diesem Niedriglohnsektor in den USA tätig war, ganz bewusst dort reinging, um darüber ein Buch zu schreiben. Und die dann auch sagte, wenn du da 3-4 Jobs in der Woche hast, dann hast du auch überhaupt nicht mehr das Verlangen, dir irgendwie über Gesellschaftspolitik mal Fragen zu stellen. Dann hast du nur zu funktionieren, du hast zu arbeiten, du hast Geld zu verdienen, um dich und deine Familie davon schon selbst drauf. Ja, das und ist das kann Beispiel sein. Mit der Alice Weidel, wo ich noch sagte, sagen Sie mir gleich, wenn das hier kommt, dann Alice Weidel rufen. Ja. 390.000 Syrer dürfen ihre Familien nachholen. Große Bildzeitungsschlagzeile, damals Bildzeitung, ne, wir haben hier exklusiv die Story. So. Und dann steht in diesem Artikel drin, sprich in 2018 dürfen allein rund 390.000 Syrer ihre Familien zu uns holen. Und dann hat die Alice Weidel irgendwo in einem Statement gesagt, das zitiert, diesen Ausspruch zitiert, diese Zahl genannt, 390.000 Syrer, und sprach davon ja vielleicht, arbeiten wir mal mit dem Faktor 4 bis 5. Ja? Ich habe sogar gesagt, Kanada hat mal 7 genannt, ne? Nur mal so nebenbei. Ne? Und ich habe bei meinen Vorträgen immer gesagt, naja, bei uns in Deutschland ist das alles anders, da haben wir wahrscheinlich nur 1,5 oder 1,7 und das ist schon hochgegriffen. Ja? Aber meine Damen und Herren, das hat die Alice Weidel gesagt. Und das hat die ZDF Heute Show letzten Freitagabend genommen, nur diese Aussage von ihr gebracht und sie danach auch der Lächerlichkeit preisgegeben. Meine Damen und Herren, und deshalb müssen wir uns mit diesen Fakten beschäftigen, weil sie hat letztlich nur das gesagt, was die Bild-Zeitung hier zum Besten gegeben hat. Und da sehen Sie auch wieder, ja, für die Leute draußen, es wird eine Aussage genommen, ja, die wird aus, und die wird dann eben entsprechend eingebettet, ja, in ein Statement davor und danach, und man macht Menschen lächerlich. Man macht Menschen lächerlich, man will den Ruf ruinieren, ja, man möchte sie ächten. Das ist, für mich ist das also wirklich ganz, ganz schlimm. Und da muss ich mir nicht die Frage stellen, welches Ziel verfolgen diejenigen, die das tun, sondern ich stelle einfach fest, dass es aus meiner Sicht wirklich ganz inakzeptabel ist und dass wir alles daran setzen müssen, dass solche Machenschaften eben auch nicht mehr stattfinden. Und ich sage das auch so, dass dieser Art von Journalismus, ich sage es mal so, dieser Art von Journalismus muss das handwerklich werden. So, und jetzt möchte ich Ihnen auch etwas sagen, weil auch das kann man nicht oft genug und möglichst viele Menschen in diesem Lande sagen. Schauen Sie sich mal an, was hier der Präsident unseres Verfassungsgerichts, der Herr Voskuhle, zum Besten gegeben hat. Voskuhle, das ist ein Artikel im Deutschlandfunk am 19. Januar 2016 erschienen. Also was da steht, das ist ja die Wahrheit. Also das ist ja jetzt über jeden Verdacht erhaben. Deshalb lassen wir das mal auf uns wirken. Voskuhle meinte dazu, in den vergangenen fünf Jahren sei eine Sensibilität entstanden dafür, dass man rechtliche Regelungen nicht immer durchsetzen kann. Nochmal, eine Sensibilität ist in den letzten fünf Jahren entstanden, dass man rechtliche Regelungen nicht immer durchsetzen kann. Und Unverträge weit ausgelegt werden, meine Damen und Herren. Noch Fragen? Da muss man ja vorsichtig sein, damit man nicht auch noch wegen Volksverhetzung, wenn man gegen ein Verfassungsorgan wettert, belangt wird. Von daher will ich das mal in eine Frageform kleiden. Erwarten Sie von diesem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, dass er recht spricht? Also, Sie müssen jetzt bitte keine Antwort geben, weil wir wissen nicht, wer hier ist. Ne? Also von daher, einfach eine Frage in den Raum geworfen, und manchmal kann man Fragen auch unbeantwortet lassen. So, und jetzt gehen wir weiter, weil jetzt wollen wir erstmal auch mal über den Euro und über Finanzen reden. Und diesen Chart, den zeige ich auch im Buch, aber den habe ich jetzt sogar extra, wie nein, auch letzte Woche für die Veranstaltung in Hamburg, habe ich den aktualisiert. Hier sehen Sie die Gesamtschulden ohne die Banken, ohne den Finanzsektor für Frankreich und für Deutschland, jeweils in Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Bruttoinlandsprodukt, das ist die Summe aller Güter und Dienstleistungen, die eine Volkswirtschaft in einem Jahr produziert. So, und schauen Sie sich an, das hier, das sind die deutschen Gesamtschulden.
nämlich private Schulden und Staatsschulden. Die Staatsschulden, die sind bei uns so bei rund 72%. So. Wir dürfen sogar jetzt unter 70% in diesem Jahr, im nächsten Jahr kommen. Und Sie sehen die Schulden, die Gesamtschulden für Frankreich. Und ich habe es bewusst mal aktualisiert und war selbst gespannt. Das sind Zahlen bis zum ersten Quartal 2017. Und Sie sehen, trotz der Nullzinsen und Negativzinsen, oder vielleicht gerade deshalb, steigen die Schulden Frankreichs in Prozent der Wirtschaftskraft. Und Sie sehen vor allem, wenn ich Ihnen nur diesen Chart für Frankreich zeigen würde, dann wäre der aus Ihrer Sicht wahrscheinlich auch schon ein bisschen beunruhigend. Wenn Sie jetzt aber wissen, wo wir Deutschen sind, und wenn Sie dann lesen, Welt, ne, die Welt, Tageszeitung Die Welt, titelte ja kürzlich Weltregierungserklärung von Macron. Ne, Macron, der neue französische Präsident. Ja. Und was fordert er denn alles? Der fordert beispielsweise einen Euro-Finanzminister. Der fordert einen Euro-Haushalt. Sein Zentralbankchef fordert einen Kohäsionsfonds, auch nochmal ein Stützungsfonds letztlich, für einen Stabilisierungsfonds, so heißt es, einen Stabilisierungsfonds für die Eurozone. Und der soll dann mal so 1% des Euroland-Bruttoinlandsprodukts betragen. Das sind 220 Milliarden Euro. Damit Sie das mal in Relation setzen, das sind 2/3 unseres deutschen Bundeshaushalts. Nur damit wir dann mal verstehen, über welche Summen wir reden und welche Bedeutung diese Zahlen für uns alle haben. Und wenn Sie das sehen, und dann der gute Mann setzt sich auch ein für eine EU-weite Arbeitslosenversicherung. Auch wenn wir schon dabei sind bei Wünsch dir was, kommt noch was dazu. Der fordert auch, dass wir die Bankenhaftung, wenn Banken pleite gehen, dass da alle Sparer beteiligt werden. Meine Damen und Herren, macht's Klick, fällt der Groschen bei Ihnen. Wissen Sie, was dahinter steckt? Wer natürlich so im Schuldensumpf steckt. Ja, das ist, ja. Also der Peter Böhringer hat mal vor ein, zwei Jahren schon mal geschrieben, EU der SSR, ne, die Europäische Union der Sozialistischen Sowjetrepublik, meine Damen und Herren. Sie haben völlig recht mit Ihrem Zwischenruf, ja. Wir sind hier auf dem besten Wege hin zu Sozialismus und zu einer, und das ist ja wichtig, zu einer Haftungs- und Schuldengemeinschaft und zu einer Transferunion. Das hier steht aber somit in völligem Kontrast zu all dem, was man uns bei Eintritt der Bundesrepublik Deutschland in die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion versprochen hat. Und nicht nur versprochen hat, das Ganze ist ja in Gesetze gegossen. Aber dass beispielsweise unser Verfassungsgericht sich selbst gar nicht mehr getraut hat, schnell ein Urteil zu fällen, sondern es abgeschoben hat an den Europäischen Gerichtshof, das sollte Ihnen ja schon zeigen, wo hier der Hase im Pfeffer liegt. Und nochmals, nicht? In den letzten 5 Jahren ist eine Sensibilität entstanden, dass man nicht alle rechtlichen Regelungen durchsetzen kann. Und wenn Sie das ansprechen, sind Sie aber ein Rechtspopulist. Und wenn Sie das noch auf eine AfD-Kundgebung machen, dann ist das aber ganz, ganz schlimm. Schämen Sie sich. Nein, die Tage-2-Salden haben damit nichts zu tun, sondern das sind Schulden der privaten Haushalte, das sind Schulden der Unternehmen in Frankreich, das sind Schulden des Staates. Und diese Tage-2-Salden, die entstehen, damit hier alle folgen können. Ich habe die hier nicht als Chart drin, aber im Buch sind sie drin. Die liegen momentan ja bei fast 900 Milliarden Euro. Und das muss man an der Stelle kurz sagen. Also, Tage 2. Angenommen, die Italiener kaufen mehr Autos von uns, als wir Fiat kaufen. Ist wohl so, ne? Und wir machen da keinen Urlaub mehr, weil die Italiener, ne, schlimme Dienstleistungen und in Griechenland ist es jetzt viel besser geworden. Ne? Deshalb alle auf nach Griechenland. Und wir machen da keinen Urlaub mehr. Was, und jetzt kommt noch was, und die Deutschen haben Angst davor, dass die Italiener aus dem Euro rausgehen, weil da gibt es diese 5-Sterne-Bewegung von Beppe Grillo, und der fordert ja raus aus dem Euro. Und deshalb zieht man jetzt Kapital aus Italien ab. Was passiert? Es gibt insgesamt Kapitalabfluss aus all den Dingen, die ich gerade genannt habe. So, und jetzt passiert über Tage 2 was ganz Einfaches. Das ist überhaupt kein Problem, weil die Deutsche Bundesbank, also fangen wir an, die italienische Zentralbank hat aufgrund dieses Kapitalabflusses eine immer höhere Verbindlichkeit gegenüber der Europäischen Zentralbank. Und die Deutsche Bundesbank, weil wir kriegen ja Geld aus Italien, die hat immer höhere Forderungen an die Europäische Zentralbank. Und das ist jetzt erstmal alles ganz gut. Ne? Das Gute haben wir einen, das sind die Schulden der anderen.
Nur wenn es mal zu einem Zerwürfnis käme und der Euro auseinanderbrechen würde, dann haben wir ein Problem. Weil dann geht es darum, kriege ich das Geld überhaupt wieder? Und wenn Italien austreten würde und eine neue Währung hätte, die italienische Lira wieder einführen würde, die wäre sehr schwach. Und dann können diese Schulden, die Pleiter in der Fachsprache in Euro denominiert sind, dann können die nicht zurückgezahlt werden. Und dann sind die Sicherheiten, die die EZB dafür hat, wahrscheinlich wertlos. Aber meine Damen und Herren, es besteht überhaupt kein Grund zur Unruhigung. Wir haben alles im Griff. Wir schaffen das. Wir schaffen auch das. Ja, wir schaffen das. Ja. So. Aber schauen Sie momentan, jetzt muss ich mal auf die Uhr gucken. Also Sie stimmen da mit den Füßen ab. Also wenn Ihnen das langweilig wird, dann ne, rote Karte. Ja. Ich kann damit leben. Das zeige ich auch, das habe ich letzte Woche und in Rosenheim das erste Mal gezeigt. Sie sehen hier zur Erklärung, ich gehe mal selbst dann dorthin und zeige mal mit dem Laserpointer drauf. Sie sehen hier für die einzelnen Staaten, einmal hier für Deutschland. Deutschland hat 1.665 Milliarden Euro an Staatsanleihen derzeit begeben. Davon hält die Europäische Zentralbank oder besser gesagt die Deutsche Bundesbank im Auftrag der EZB 437 Milliarden Euro. Das heißt also, per Ende Oktober diesen Jahres hält die Deutsche Bundesbank bereits über 26% der gesamten deutschen Staatsschuld. Mit einer Laufzeit dieser Anleihen, die sich jetzt im Bestand der Deutschen Bundesbank befinden, die haben durchschnittlich eine Laufzeit von 6,7 Jahren. Italien, 1.944 Milliarden, davon besitzt die italienische Zentralbank rund 310 Milliarden Euro, rund 16%, mit einer Laufzeit sogar von 8,24 Jahren. Lassen Sie diese Zahl mal auf sich wirken. Das alles hier ist Staatsfinanzierung, nichts anderes. Das ist alles Staatsfinanzierung. Und das sorgt dafür, dass die Renditen der Staatsanleihen dieser Krisenländer, die in der Regel was sind, hochverschuldet, dass diese Renditen inzwischen lächerlich niedrig sind. Ich zeige Ihnen hier nochmal den Verlauf. Hier oben sehen Sie in Orange den Kursverlauf einer Anleihe des italienischen Staates, die läuft bis zum 29. Mai 2063. Und der Kurs für 100 Euro Nominalwert, da liegt der Kurs gerade bei 133%, sodass die Rendite dieser Anleihe bei lächerlichen 3,3% liegt. Also gesetzt den Fall, es gäbe keinen Mario Draghi. Keine europäische Zentralbank, die so immense Staatsanleihenkäufe der Italiener treibt. Können Sie sich vorstellen, dem italienischen Staat ihr Geld 100 Euro zu geben für eine lächerliche Rendite bis zum Jahre 2063 von 3,3 Euro jedes Jahr? 100 Euro Einsatz? Würden Sie das machen? Ist eine rhetorische Frage, ne? Ja? Wir haben eine unglaubliche Blase an den Anleihenmärkten geschaffen, eine unglaubliche Blase. Und schauen Sie, ich habe Mario Draghi im Oktober 2016 bei der EZB-Pressekonferenz mal Fragen stellen dürfen. Im Januar diesen Jahres nicht mehr. Und dann empfehle ich Ihnen an der Stelle, hat vielleicht was mit dem Inhalt der beiden Fragen zu tun, kommen wir gleich drauf. Aber ich bitte Sie wirklich, weil dann kann ich das ja heute Abend ein bisschen abkürzen an der Stelle, sich das Video anzuschauen über die dunkle Seite der EZB. Ich weiß, es gibt immer wieder Kommentare, in YouTube gibt's, hat die auch positive Seiten, aber so, also EZB, die dunkle Seite der EZB, in meinem YouTube-Kanal Silberjunge finden Sie dazu ein Video. Und da nehme ich Sie mit auch zu einer Pressekonferenz und da sehen Sie, ich habe einen Kameramann extra mitgenommen, wie ich da immer die Hand hebe und man mich nicht angelassen hat. Und ich gehe fest davon aus, so wie ich habe die Sache gar nicht weitererzählen können mit Alice Weidel, weil Sie wissen, worauf ich da hinaus wollte, ne? Dass ich das Drehbuch geschrieben hatte und dann plötzlich meine Anzeige nicht kam und Sie können sich alle denken, worauf ich da anspiele. Ich habe die Frage, die ich Draghi stellen wollte, im Januar dreimal am Telefon bewusst gesagt. Und so wie der Draghi mich angeguckt hat und die Pressesprecherin, wussten die ganz genau, was ich fragen wollte. Nämlich, ich wollte nämlich fragen im Januar diesen Jahres, und da sehen Sie alles in diesem Video, wie es um die Kontrolle der EZB bestellt ist. Und es ist wirklich so, der Währungsausschuss des Europäischen Parlaments darf noch nicht einmal Einblick in alle Dokumente der EZB nehmen. Er hat aber ein Fragerecht. Und ich wollte ihn fragen, glauben Sie wirklich, Herr Draghi, allen Ernstes, dass ein dreimonatiges Fragerecht des Europäischen Parlaments ausreicht, die Kontrolle der Europäischen Zentralbank zu gewährleisten? Das ist auch eine rhetorische Frage. Ja. Und ich habe in dem
Es gibt einen Standortvertrag, den habe ich auch, das war auch interessant, ein, zwei Wochen, nachdem ich mein Video veröffentlicht hatte, funktionierte der Link nicht mehr. Das war also ein offizieller Link der Europäischen Zentralbank, wo sie in Deutsch den Standortvertrag abrufen konnten. Wir haben ihn aber inzwischen als eigene Downloadmöglichkeit wieder geschaffen. Und da steht drin etwas von der Unverletzlichkeit der Kommunikation, von der Unversehrtheit des Archivs, von der Unversehrtheit der Geschäftsräume der Europäischen Zentralbank. Ja, kein Richter, kein Polizist darf ohne Genehmigung von Mario Draghi, des EZB-Präsidenten, dort rein. Dieser Mann genießt auch wie seine Familienmitglieder, die unter einem Haus mit ihm wohnen, wie die Direktoriumsmitglieder diplomatische Immunität. Die können machen, schalten und walten, wie sie wollen. Ja? Das heißt, sie haben zwar bislang auch gesagt, sie dürfen nur 33% der Anleihen, der Staatsanleihen eines Staates besitzen, aber das können die auch notfalls ändern. Ja. Die machen sich ihr Recht selbst. Und selbst bei den großen Banken, die systemrelevant sind und die jetzt seit 2,5 Jahren unter Aufsicht der Europäischen Zentralbank stehen, gibt es keine Kontrolle des Rechnungshofs. Die EZB beruft sich auch da auf den Standortvertrag, auf ihre Unabhängigkeit und lehnt eine Rechnungsprüfung ab, meine Damen und Herren. Das ist ungeheuerlich. Und es gibt leider Gottes niemanden, der das anklagt. Ja, also der Peter Böhringer wird es hoffentlich im Bundestag machen, da bin ich mir auch ganz sicher. Aber das reicht natürlich nicht. Aber das sind Themen, die in die Breite getragen werden müssen. Das mache ich auch mit dem Buch, das mache ich mit dem Video. Und damit mache ich mich natürlich gerade bei den Leuten sehr unbeliebt. Aber manchmal muss das so sein. Ich habe im Oktober 2016 Mario Draghi eine Frage hierzu gestellt. Und hier sehen Sie, kurze Erklärung. Sie wissen vielleicht dreifach A, es sind ja nicht nur Banker da, seien Sie froh. Aber Sie haben vielleicht mal was gehört von dreifach A gerateten Anleihen. Also die AAA, ne? Ja? So, das heißt, es ist Top-Rating, besser geht nicht. Und die Anleihen der Bundesrepublik Deutschland haben dieses AAA-Rating. So. Und darunter geht es AA und Single-A und BBB. So. Das heißt also dreifach A, zweifach A, einfach A, dreifach B. Und unter dreifach B ist es dann, das sind Ramsch-Anleihen. Also man kann es positiv formulieren. Subtile Beeinflussung, nicht? Hochzinsanleihen könnte man sagen, nicht? Hochzinsanleihen. Und warum haben die so einen hohen Zins? Weil sie ein hohes Risiko haben. Aber positiv, Hochzinsanleihen. Kritisch, Ramschanleihen. Junkbonds, Müll. So. Und das heißt, dreifach degeratete Unternehmensanleihen liegen gerade mal eine Ratingklasse noch drüber. Also das ist schon nicht mehr spitze. Ne? Ja? Und aktuell liegt die Rendite von 5-jährigen Euro-Unternehmensanleihen mit diesem schlechten Rating bei nur 0,4%. Und jetzt zeigen Sie mir mal das mittelständische Unternehmen, welches von seiner Sparkasse oder seiner Kreditgenossenschaft, seiner Volksbank, Raiffeisenbank, einen 5-jährigen Kredit bekommt für 0,4%. Selbst bei einer Umsatzrentabilität von 5-10%. Zeigen Sie mir das mal. Also wenn hier jemand anwesend ist, ich glaube nicht, dass auch nur ein Unternehmer mir sagen kann, dass er zu solchen Zinssätzen Geld bekommen kann. Aber die großen Konzerne, die können das nutzen. Und nur damit Sie sehen, Sie haben ja hier einen durchgeknallten Verschwörungstheoretiker vor sich. Ne? Ich leiste mir also für $2,100 im Monat ein Bloomberg-Terminal, damit ich diese Verschwörungstheorien auch verbreiten kann. So teuer ist das nämlich, von Malcolm Bloomberg, dem ehemaligen New Yorker Bürgermeister. Und das versetzt mich jetzt in die Lage, eine besonders schöne Verschwörungstheorie zum Besten zu geben. Danke. Sie können nämlich lesen in dieser Bloomberg-Message, dass von 1043 Unternehmensanleihen, die die Europäische Zentralbank aktuell aufgekauft hat, 278, also 26,7%, eine negative Rendite aufweisen. Von den Unternehmensanleihen. Also negative Rendite, das ist so, also ich nehme bei Ihnen Kredit auf und Sie müssen sogar noch dafür Geld zahlen im Jahr. Ich sage dazu mal ganz gerne, das ist so, als wenn der Reiter das Pferd trägt. Also wir stellen einfach die Welt auf den Kopf. Nochmals, 278, über fast 27% aller Unternehmensanleihen der EZB weisen eine negative Rendite auf. Und ich habe den EZB-Präsidenten gefragt auf dieser Grundlage, ob der nicht seine Politik, diese Aufkäufe für eine Wettbewerbsverzerrung sorgen. Ne? Weil die großen Konzerne sich für ein Apfel und ein Ei Geld beschaffen können. Die damit ja dann auch auf Einkaufstour gehen können, kleine Unternehmen aufkaufen können, so mal nebenbei. Und wie er das denn rechtfertigt, dann sagt er dann zu mir eine Antwort, ah, das stimmt alles gar nicht, das sei unwahr, weil es würde allen helfen. Ja, meine Damen und Herren, denken Sie über das nach. Diese Geldpolitik, das ist Geldsozialismus pur.
Und je näher Sie an der EZB sind, desto mehr hilft es Ihnen. Ich sage Ihnen aber, dass Sie und ich, wir sind ganz weit weg vom Druck der EZB. Ganz weit weg. Uns hilft es nicht. Und wir müssen, und das wäre meine Anregung auch für die AfD, nach meinem Dafürhalten müssen Sie unbedingt eine Diskussion führen über die Zukunft unseres Geldsystems. Das heißt, Sie müssen nach meiner festen Überzeugung die grundlegende Frage stellen in Bezug auf die Zukunft des Papiergeldsystems. Und das ist nicht einfach, aber es gibt Alternativen, weil ich kann dieses Wort alternativlos nicht mehr hören. Es gibt Alternativen. Es gibt eine Alternative aus der linken Ecke, die würde ich Ihnen nicht anraten. Und es gibt natürlich eine freiheitliche und es gibt auch beispielsweise einen Goldstandard, aber alleine darüber können wir mal eine eigene Veranstaltung machen, was für das alles spricht. Wichtig ist mir nur, dass diese Politik hier, dieses Papiergeldsystem, das ist etwas, was garantiert nicht gemacht ist für die normale Bevölkerung. Und ich will nur mal so 4, 5 Charts noch mal zum Schluss Ihnen zeigen, um Ihnen vor Augen zu führen, in welcher Situation wir in unserer Weltwirtschaft und in unserem Finanzsystem sind. Sie sehen hier mal die Zahl der Milliardäre. Wir hatten 1975 weltweit 1 Milliardär. Wir hatten Anfang der 80er Jahre 8 Milliardäre. Und schauen Sie sich das an, wo wir heute sind. Wir haben inzwischen 2043 Milliardäre. Und ich frage dann immer ganz gern, liegt es daran, dass Sie heute viel cleverer sind, intelligenter sind, dass Sie viel intelligentere, clevere Bankmanager haben, Geldmanager haben, Vermögensmanager haben. Also das hier ist eine Studie einer US-Universität und danach geht der allgemeine Intelligenzquotient, der globale Intelligenzquotient nach unten. Vielleicht haben die auch bewusst, vielleicht haben die auch ein paar Probleme in der Ermittlung. Ne? Wenn die das natürlich im Bundeskanzleramt gemacht haben und in Berlin, da haben sie natürlich ein bisschen Schlagzeug. Ne? Aber gut. Alles war jetzt eine sehr populistische Aussage, ich schäme mich dafür auch in Grund und Boden. Hier mal ein Beispiel. Da habe ich noch nicht einmal das Aktuelle. Das kam nämlich letzten Donnerstag. Das ist nämlich jetzt das teuerste Gemälde der Welt. Das ist jetzt doch versteigert worden für über 450 Millionen Euro. Und dazu für Sie mal, also als ich das hier gesehen habe, für mich sind das nur 2 blaue Flächen mit so einem weißen Balken dazwischen. Aber das ist Kunst, nicht? Das ist Kunst. Aber es war mir klar, dass ich hier bei der AfD nur von Kunst, Kultur, Nausum, Geben, Bänger, nicht? Also ist so. So. Das hier, das hat 44 Millionen Dollar gekostet. Ne? Ja, also es ist doch mal. Also das teuerste Gemälde der Welt 1981, das kam auf 6 Millionen Dollar. Dann gab es 1987, die Älteren werden sich erinnern, an die 15 Sonnenblumen von Van Gogh. Für fast 40 Millionen Dollar wurden die damals vor dem Platzen der Japanblase von einem japanischen Konzern erworben. Und Sie sehen, wo wir heute sind. Bei 450 Millionen. Das soll Ihnen also aufzeigen, mit welcher gigantischer Blase wir zu tun haben. Hier nur mal die Immobilienmärkte, das ist der Real Estate Bubble Index, also so ein Blasenindex der großen Schweizer Bank UBS. Und Sie sehen, um Ihnen das zu zeigen, wo München steht. Ja, hier. Und das ist rot, ne? Das heißt also, UBS sagt ganz klar Blase. Das kann aber noch längere Zeit gut gehen. Weil die EZB, und das sage ich Ihnen gleich, wird die Leitzinsen noch lange unten halten. Wir haben es mit Immobilienblasen zu tun. Ich zeige Ihnen mal ganz fix hier das aufgeblähte US-Finanzvermögen. Und Sie sehen, linke Skala, also das hier, RS steht für rechte Skala, das ist das Finanzvermögen in Milliarden US, oder? Und links ist es dargestellt in Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Und da waren wir in den 40er, 50er, 60er, 70er Jahren circa beim Fünffachen, bei 500%. Das sind Zahlen bis zum zweiten Quartal 2017, alles ganz aktuell. Und schauen Sie, wo wir heute sind. Ich zeige Ihnen noch etwas. Hier sehen Sie die Nettovermögen der privaten Haushalte in den USA. Und die linke Skala zeigt Ihnen dieses Nettovermögen in Prozent der verfügbaren Einkommen. Ne? Der verfügbaren Einkommen. Aufgebläht heute sogar höher, mehr, stärker als vor der Wirtschaftskrise. Das will aber heute keiner hören. Hier sehen Sie den Marktwert aller US-Aktien in Prozent des Bruttoinlandsprodukts wieder. Wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass dieser Indikator auch ganz gerne als Warren-Buffett-Indikator bezeichnet wird. Schauen Sie sich an, wo wir heute sind. Wir waren zur Jahrtausendwende, zur großen Aktienblase. Als ich damals anfing, 1999 in Frankfurt zu arbeiten, da war eine Partystimmung dort. Ne? Die waren alle im neuen Markt dabei.
da war in der Mittagspause dann das Gespräch, bist du denn bei der Aktie dabei oder hier und da? Im Fitnessstudio wurde ich gefragt, hast du denn die Aktie gezeichnet? Da habe ich gesagt, warum soll ich das denn tun? Wie sind denn so die Bilanzkennziffern, die Gewinn- und Ertragsrechnung, ne, die und Frau dieses Unternehmens? Ja, weiß ich nicht. Ich habe nur gehört, das ist ein Top-Wert. Ne? Ja, da habe ich mir gedacht, das ist vertrauenseinflößend. Ne? Den Wert muss man wirklich haben, ein Must-Have. Ne? Scherz beiseite. Aber gut, ja. Hier sehen Sie, aber das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen, Schiller-Kurs Gewinnverhältnis, das ist ein amerikanischer Professor. Und da werden einfach die Gewinne der letzten 10 Jahre durch die inflationsbereinigten Gewinne dargestellt. Ich will nur kurz Ihnen hier zeigen, wo wir heute sind. Wir waren zur Jahrtausendwende höher und wir waren 1929 vor der Weltwirtschaftskrise höher. Das heißt, diese Nullzinsen haben überall unglaubliche Blasen geschaffen. Und das Ganze braucht Futter, das braucht Nahrung und das sind die Schulden. Und hier sehen Sie nochmal die Schulden dargestellt. Einmal hier in Milliarden US-Dollar und in Prozent der Wirtschaftskraft und das möchte ich nicht vorenthalten. Aber jetzt gibt es eine US-Notenbank-Chefin, wo die wird es jetzt im Februar nicht mehr sein, aber die hat jetzt im Juni diesen Jahres nochmals gesagt, ne, also keine Beunruhigung, kein Grund zur Sorge. Also sie erwartet schon, sie glaubt, dass wir zu unseren Lebzeiten keine neue Finanzkrise bekommen. Meine Damen und Herren, wenn ich Ihnen mal sagen würde, das wird jetzt alles, ne, aber die Aussagen von Leuten, selbst vom US-Präsidenten Coolidge damals im März 1929, ein paar Monate vor Beginn der Weltwirtschaftskrise, was die so gesagt haben. Irving Fisher, Professor in Yale damals, ja, der sagte auch, dass die Aktien heute ein wohlfeiles Angebot sind und ein wohl lang anhaltendes hohes Niveau erreicht haben. Müsste man alles raussuchen jetzt hier, um die ganz exakten Zitate zu bringen. Also danach bestand damals auch kein Grund zur Beunruhigung. Ne? Keynes, kennen Sie noch, ne? Den großen Keynes, er sagte 29 Mal im Gespräch mit jemandem, dass wir in unserer Zeit keine neue Krise, keinen neuen Crash mehr sehen werden. Ne? Ja, Irren ist menschlich. Ne? François Strauss hat mal gesagt, Irren ist menschlich, immer Irren ist sozialdemokratisch. Ne? Oder? aber wir wollen ja hier auch heute nicht abdriften und irgendwie unsachlich werden. Ich möchte Ihnen aber dennoch zeigen, Sie sehen hier, dass der Konjunkturaufschwung in den USA, der aktuelle, das ist der in grün dargestellt, dass das der blutleerste, der schwächste Aufschwung ist in den Staaten. Und da kommen wir jetzt schon zum Bargeld. Ich will Ihnen, weil das wird jetzt echt den Rahmen sprengen, ja. Und dazu habe ich ja auch im Buch wirklich umfangreich geschrieben. Aber ich möchte Ihnen kurz zum Abschluss Charts aus Schweden zeigen. Und dann abschließend noch was sagen, dann stehe ich gerne auch noch bereit für Fragen. Sie sehen hier, dass der Bargeldumlauf in Schweden sich inzwischen halbiert hat. Ich war selbst im letzten Jahr mal 4 Tage in Schweden, da konnte ich selbst mein Soft-Eis damit zahlen und war dann auch im ABBA-Museum. Ja, das ist an der Stelle, das ist der Mann da mit der Sonnenbrille, vielleicht erkennen Sie mich. Und die sind in diesem ABBA-Museum stolz darauf, ein bargeldloses Museum zu sein. Diese Aber kennen wir alle noch, ne, die große schwedische Band. Aber das eine B von ABBA, das ist der Björn Ulvaeus. Und der Björn Ulvaeus ist einer der Protagonisten, der großen Vorkämpfer für eine bargeldlose Gesellschaft. Und das Interessante ist, wer ist der Hauptsponsor von ABBA, von diesem ABBA-Museum? Mastercard. Dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. In Schweden ist es wirklich so, dass immer mehr Unternehmen Bargeld überhaupt nicht mehr akzeptieren. Das ist auch eine Gefahr, die in Deutschland besteht. Und beispielsweise, das auch an der Stelle erwähnt kurz, der Deutsche Bundestag hat im Sommer diesen Jahres die zweite Zahlungsdienste-Richtlinie auf den Weg gebracht, die dazu führt, dass man bei unbaren Zahlungsvorgängen keine Gebühr in Rechnung stellen darf. Aber was er nicht erlaubt, was er nicht verboten hat, ist, dass beispielsweise die Stadt Düsseldorf, wenn sie 10 Euro aufwärts einzahlen bei der Stadtkasse Düsseldorf, dass sie dann eine Strafgebühr von 1 Euro zu zahlen haben. Und so sage ich immer wieder bei allen Vorträgen und auch im Buch, dass somit der Deutsche Bundestag zum Schutzpatron unbarer Zahlungsvorgänge und zum Totengeber des Bargelds wird. Und Bargeld ist für mich Freiheit. Und ich will niemandem von Ihnen vorschreiben, dass er hier heute Abend bitte auf jeden Fall mit Bargeld zahlen soll, aber ich möchte selbst die Freiheit verteidigen, dass ich dann, wenn ich es für notwendig erachte, weiter mit Bargeld zahlen kann. Und da geht es auch wieder, was die Dame ansprach, darum, wenn ich möchte, dass das Bargeld verteidigt wird, gerettet wird, dann
muss ich auch selbst meinen Beitrag dazu leisten, dann muss ich konsequenterweise natürlich auch möglichst viel bar zahlen. Ich zahle selbst natürlich nur unbar, wenn ich als Geschäftsmann unterwegs bin. Da zahle ich, können Sie sich vorstellen, alles bar, weil ich habe schon 3 Jahre lang, hatte auch überhaupt keinen politischen Hintergrund, schon 3 Jahre als Freiberufler eine Steuerprüfung über mich ergehen lassen müssen. Aber zu Schweden. Jetzt haben wir in Schweden die Situation, nur damit Sie mal sehen, weil ich bin sicher, dass jetzt 90% von Ihnen wahrscheinlich nicht Banker sind und auch nicht so viel mit Banken und Finanzmärkten am Hut haben, und ich kann das auch verstehen. Aber ich möchte Ihnen dennoch mal sowas zeigen, weil Sie sowas in den Mainstream-Medien sicher nicht gezeigt bekommen. Im Jahre 2010-11 sehen Sie hier in Blau den Leitzins der schwedischen Zentralbank, und Sie sehen, dass der Anstieg. Ja? Hier bis hier. Und was passierte? Das ist die Inflationsrate zum Vorjahr. Alles in Prozent, die sackte ab. Dann hat die Zentralbank relativ schnell den Leitzins auch nach unten genommen. Und seit Februar 2016 ist der Leitzins in Schweden sogar bei -0,5%. Bei -0,5%. Was war 2011 passiert? Nachdem man die Leitzins anhob, wo der rote Pfeil hin zeigte, ist was passiert? Die Immobilienpreise sind eingebrochen. Stockholm. Wenn Sie sich an diesen Real Estate Bubble Index der UBS erinnern, was ich gerade an die Wand gemalt hatte, geworfen hatte, wer war sogar noch über München? Stockholm. So. Und Sie sehen also hier, wie die Immobilienpreise einbrachen. Ich habe Ihnen noch einen Chart heute zu Frankreich gezeigt. Hier sehen Sie mal die Gesamtschulden Schwedens. Langfristiger Chart. Der geht sogar hier zurück bis 1971. Also, Sie erhöhen die Zinsen, Sie machen Geld teuer. Folge, die Leute können sich nicht mehr den Kredit leisten. Möglicherweise können die Leute auch gar nicht mehr den Kredit dann bezahlen, den sie schon mal aufgenommen haben. So, Immobilienpreise fallen, Aktienkurse fallen. Und in einer hochverschuldeten Volkswirtschaft, und das gilt für die Amerikaner, das gilt nicht für die Deutschen, aber das gilt für die Amerikaner, für die Franzosen, für viele andere Volkswirtschaften, ja, ist das eben sehr problematisch. Und die Europäische Zentralbank wird vor diesem Hintergrund, die Europäische Zentralbank hat beispielsweise aktuell gesagt, dass sie die monatlichen Staatsanleihenkäufe und Unternehmensanleihenkäufe zwar reduzieren wird, ab Januar bis September 2018 von 60 Milliarden im Monat auf 30 Milliarden, Mensch, das ist ja super, ne? Das sind dann aber immer noch 270 Milliarden Euro, die dazukommen werden. Draghi legt auch großen Wert darauf, dass im September 2018 noch nicht das Ende der Käufe stattfindet. Das ist überhaupt noch nicht beschlossen. Hat er ganz ausdrücklich hervorgehoben. Und er hat aber auch gesagt, dass noch nach Auslaufen der Käufe, noch lange Zeit danach, die Nullzinsen der Europäischen Zentralbank beibehalten kann. Und deshalb habe ich Ihnen das über Schweden gerade mal so ausführlich darlegen wollen. Weil die Europäische Zentralbank ist in einer ähnlichen Situation wie die schwedische. Und ich möchte Ihnen, da wir uns ja jetzt nicht jede Woche sehen und Sie sicher auch die wenigsten, ich glaube ein, zwei Abonnenten meiner Briefe sind dabei, wo ich natürlich über sowas jede Woche schreibe, aber möchte ich Sie nur sensibilisieren, was die USA angeht. Die USA haben während der Amtszeit von Obama nur einmal eine klitzekleine Erhöhung der Leitzinsen vorgenommen. Nämlich Ende 2015. Und dann gab es ja am 8. November 2016 die große Präsidentschaftswahl, wo Trump gewählt wurde. Und dann hat man gleich Mitte Dezember 2016 den Leitzins angehoben, dann im März, dann im Juni 2017. Und die Märkte gehen davon aus, momentan mit einer 90%igen Wahrscheinlichkeit, dass sie im Dezember nochmals angehoben werden. Im nächsten Jahr rechnet man aktuell mit 3 weiteren Leitzinserhöhungen. Und jetzt passiert noch was. Die US-Notenbank hat für weit über 4.000 Milliarden US-Dollar, US-Staatsanleihen, hypothekengesicherte Wertpapiere gekauft. Und wenn wir das Beispiel machen, angenommen von diesen über 4.000 Milliarden Dollar, sind jetzt in einem Monat 100 Milliarden Dollar fällig geworden, also Wertpapiere zurückgezahlt worden. Dann hat die US-Notenbank in den letzten Jahren was gemacht? Die hat die volle Summe, also die 100 Milliarden Dollar, wieder reinvestiert, wieder angelegt. Sodass ihr Wertpapierbestand nicht fiel. Und jetzt sagt man, seit Oktober geht man jeden Monat um 10 Milliarden Dollar runter. Ja, man kauft, wenn 100 Milliarden fällig sind,
werden, nur noch 90 Milliarden. Ab Januar kauft man dann jeden Monat nur noch 20 Milliarden Dollar weniger. Im zweiten Quartal nächsten Jahres 30, im dritten 40 und ab Oktober nächsten Jahres 50 Milliarden Dollar im Monat weniger. Ich sage Ihnen, wenn die US-Notenbank diesen Kurs beibehält, dann befürchte ich irgendwann, ich bin aber kein Hellseher. Reicht schon, dass ich ein durchgeknallter Verschwörungstheoretiker bin, der auf AfD-Veranstaltungen spricht. Aber dann sehe ich die Gefahr, dass diese Blasen in den USA unter die Räder kommen. Ja. Und deshalb ist meine Bitte ja auch im Buch. Ich habe Gold und Silber nicht auf Kredit gekauft, die schützen mich gegen Inflation. Aktien helfen da auch, nur bei hoher Inflation helfen insbesondere Gold und Silber, was ich im Buch zeige. Ich habe selbst keine Schulden, auch wenn einige Leute ihn einreden, ne, am besten, und das kann laufen. In den letzten Jahren lief das sehr gut, aber mein Haus ist schuldenfrei und darauf lege ich Wert und ich möchte da nicht spekulieren, ich möchte ruhig schlafen können. Und ich empfehle auch Cashbestände zu haben. Also nicht alles jetzt in Aktien und Edelmetallen stecken, ne, das wäre gefährlich, sondern auch Cash zu halten. Weil wenn in den USA, was mich einfach besorgt macht, ist, schauen Sie, der Trump ist ja gewählt worden von den Menschen, weil er versprochen hat, er knöpft sich dieses Washingtoner Establishment vor. Und ich glaube, das ist sogar noch viel schlimmer als das Berliner. Aber man muss, ich neige immer dazu, lieber auch mal Risiken beschreiben und drüber sprechen und lieber eben sich dieser Risiken bewusst sein, als dass man hinterher wirklich wie vom Schlag getroffen wird. Ne? Und wollen wir, ich sage dann auch mal ganz gerne, prepare for the worst and hope for the best, also sich auf das Schlimmste vorbereiten, aber das Beste hoffen. So ist mein Standpunkt. Und ich sehe vor allem diese Kriegstreiberei des Washingtoner Establishments, die ist ja für jeden greifbar und die ist auch unter Trump da. Aber ich bin auf all das gekommen, weil ich sagen wollte, die Menschen haben Trump gewählt, weil sie geglaubt haben, da ist jemand, der sich dieses Establishment vorknüpft. Und ich habe die große Sorge, dass dieser Mann hinterher, wenn die US-Notenbank das so weitermacht, mal als Sündenbock herhalten kann für all die Fehlentwicklungen, die ich ja immer wieder aufzeige und die Sie auch im Buch finden zu den USA. Die Nettoauslandsverschuldung der Amerikaner ist gigantisch hoch, über 8.000 Milliarden Dollar. Das sind ja alles unvorstellbar. Weißt du, Normalbürger, der schon gucken muss, ohne Milliarde hat 9 Nullen. Das hatte ich gar nicht mehr so präsent. Ne? Also ist es ja, wenn er dann hört, 8.000 Milliarden Dollar an Nettoverschuldung der USA, na, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Und da ist so ein Mann wie Trump natürlich ein potenzieller guter Sündenbock für vieles. Und deshalb seien Sie vorsichtig, ne? Und wenn Sie das Buch gelesen haben, wissen Sie auch, warum aus meiner Person der Silberjunge geworden ist. Und ich möchte, eigentlich mache ich es ganz gerne zum Anfang, aber ich möchte zum Abschluss Ihnen ein Gedicht mit auf den Weg geben. Für Ihr ganzes Wirken oder für unser gemeinsames Wirken. Und dieses Gedicht von Hermann van Veen geht wie folgt. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Hätte ich das mal beherzigt, ne? Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Wer Gold hat, kann schweigen. Doch wer hat gewollt, dass du nach der Weise entmündigter Greise nur heimlich und leise das Unrecht verfluchst? Denn schweigst du nur immer, wird alles nur schlimmer. Siehst nie einen Schimmer vom Recht, das du suchst. Denn für den, der nichts tut, der nur schweigt, so wie du, kann die Welt, wie sie ist, auch so bleiben. Wer schweigt, stimmt zu. Meine Damen und Herren, ich fordere uns auf, dass wir nicht schweigen, dass wir nicht uns wegducken, sondern dass wir klar die Probleme, die Missstände benennen, dass wir aber natürlich auch alles daran setzen, auch den Menschen Hoffnung zu geben, ne? Antworten zu geben auf drängende Zukunftsfragen, weil Probleme alleine zu benennen und anzuklagen, das reicht natürlich nicht. Aber ich glaube fest daran, dass, wenn ich Ihr Parteiprogramm sehe, Sie da eine ganze Menge zu bieten haben. Und von daher bin ich sehr froh, dass wir jetzt eine Bundestagsfraktion dort haben, der Alternative Deutschland. Und selbst wenn es Neuwahlen gibt, dann wird die höchstens noch größer. Also von daher brauchen Sie hier keine Angst vor der Zukunft zu haben. Ich bedanke mich dafür, dass ich hier sein durfte und sprechen durfte. Ich stehe auch gerne noch für Fragen zur Verfügung. Aber erstmal herzlichen Dank von meiner Seite. Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Thorsten Schulte. Das war ein ganz hervorragender Vortrag, zu keiner Zeit langweilig. Du hast einen wunderbaren Bogen gespannt über die ganzen Fehlentwicklungen, die es zurzeit auf der Welt gibt, nicht nur in Deutschland. Und
Ja, es werden sicherlich noch eine ganze Menge Fragen bestehen. Ich hoffe, auch diejenigen, die noch nie auf einer AfD-Veranstaltung waren, waren hier gut unterhalten und gut informiert.